Liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video Aufbruch in die Luftepoche. Und bei mir ist Dr. Christoph Niederwieser, Astrologe, Zukunftsforscher und Wirtschaftswissenschaftler. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du es geschafft hast, trotz deines vollen Terminkalenders Zeit für uns zu finden. Meine Community ist ganz begeistert von dir und freut sich voll, dass wir jetzt wieder ein Interview führen. Ja, danke dir, Antonia. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass wir uns jetzt mal endlich wiedersehen. Und auch danke an alle fürs Dabeisein hier. Christoph, wir wollen heute darüber sprechen, was uns in der neuen Luftepoche erwartet. Und dann möchte ich dich gerne fragen, wie du für jedes einzelne Sternzeichen die Chancen siehst, die Aufgaben, aber auch die Problematik und die Herausforderungen in der Luftepoche. Und für euch, liebe Community, wir werden nachher natürlich die Timecodes für jedes einzelne Sternzeichen auch unten in die Videobeschreibung setzen. Aber ihr solltet nicht gleich zu eurem Sternzeichen springen, denn vorher gibt es hier noch interessante Themen zur Luftepoche ganz allgemein. Und außerdem will ich die Gelegenheit nutzen, lieber Christoph, weil ich dich jetzt hier habe, kannst du uns vielleicht aus aktuellem Anlass nochmal einen kleinen Ausblick dafür geben, was du erwartest, wann die Corona-Krise dann wirklich ausgestanden sein wird? Ja, Antonia, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn du mich 2011 gefragt hättest, wann ist endlich die Euro-Krise überstanden? Oder 2016, wann ist endlich die Flüchtlingskrise überstanden? Oder 2019, wann ist endlich die Klimakrise überstanden? Da wäre es jedes Mal dieselbe Antwort gewesen, sehr lange nicht, ja, weil die Krisen unserer Zeit ja leider nie jetzt vollständig bewältigt werden. Es ist eher so, dass die halt durch neue Krisen überlagert werden. Aber ich hatte das ja auch schon, wo wir im März uns damals unterhalten hatten, gesagt, okay, das wird das ganze 2020, das wird einfach sich im Kreis drehen, da wird sich keine große Veränderung abspielen, da wird es dann mal da wieder einen Lockdown geben und dann wird es da wieder ein bisschen weniger streng, aber im Großen und Ganzen dreht sich das Ganze im Kreis. Und das aber dann, ja, da gibt es ja auch das Video von mir, wann kommt endlich die Corona-Wende, wo ich das im September auch nochmal aufgearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, so um die Zeit, um die Weihnachtszeit rum, so Weihnachten, Neujahr grob, also da gibt es dann eine entscheidende Wende, also wo einfach dann das Ganze eine neue Dynamik annimmt. Ja. Einerseits so der beginnende Aufbruch in die Freiheit, aber natürlich auch, dass man sagt, okay, jetzt haben wir lang genug mit den alten Lösungsstrategien probiert, die Corona-Krise zu bewältigen. Jetzt müssen wir eigentlich mit einer Innovation, mit einer Technologie einfach der ganzen neuen Weg gehen. Ja, und tatsächlich ist es jetzt so kommen, dass eigentlich jetzt genau um Jahresende rum das mit den Impfungen startet, was ja de facto wirklich eine entscheidende Wende ist, auch im Corona-Thema bringt. Aber natürlich, bis das Ganze dann entsprechend so weit in der Bevölkerung verbreitet ist, dass man sagen kann, okay, Corona ist jetzt gesundheitlich kein Thema mehr. Das wird natürlich noch länger dauern. Ich gehe mal davon aus, also so im Sommer rein, da werden wir dann schon relativ normale Verhältnisse haben bezüglich Corona. Ja. Aber es steht 2021, also der erste Aufbruch in die Luftepoche, der ist ja ungestüm. Das heißt, da ist natürlich auch noch recht chaotisch, ja, recht unberechenbar. Und so wie wir jetzt 2020 durch das Stellium im Steinbock eine irrsinnige Reduktion und Fokussierung auf ein einziges Thema hatten, ja, egal welchen Kanal man eingeschaltet hat, es war überall nur Corona, 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 so wird sich das 2021 schon relativ schnell, also ich rechne damit, dass das schon im Januar, Februar deutlich sichtbar ist, wird sich das Ganze wie so ein Kaleidoskop aufexplodieren in unzählige verschiedene Themen, weil wir natürlich jetzt 2021 im Fokus haben, die Folgeschäden von Corona. Ja, also ich meine, dieser Systembruch, den hatte ich immer terminiert 2020 bis 2023. Man sieht jetzt ja oft aktuell, 21.12., da geht die Luftepoche los, dann wird alles gut. Ja, aber eben für die nächsten zwei Jahre, da ist eigentlich noch mit sehr, sehr viel auch negativen Konsequenzen zu rechnen, weil zuerst muss ja mal das alte System schrittweise auch zusammenbrechen und das wird natürlich nicht für jeden angenehm sein. Ja. Diejenigen von uns, die sehr lufthaft geprägt sind im Horoskop, für die wird es dann schon sehr, sehr schnell ein Aufbruch in die Freiheit sein und die werden dann auch sehr schnell so ihre neuen Chancen drin erkennen. Aber wenn man es eher so ein bisschen bedächtiger ist, sicherheitsorientierter, konservativer, dann wird es fast ein bisschen chaotisch oder anarchisch werden jetzt, so was uns die nächsten ein, zwei Jahre bevorsteht. Ja, und
um das so ein bisschen so grob einzufangen, hilft es natürlich, das auch mal auf der Projektionsfläche der 12 Sternzeichen durchzubesprechen, wie die jeweils von der Luftepoche betroffen sein werden. Genau, und das machen wir gleich. Ja, genau, du hast jetzt sozusagen schon meine nächste Frage vorweggenommen. Wir haben in einem Livestream, also ich habe einen Livestream gemacht, da habe ich das Thema mit der Konstellation vom 21.12.2020 schon ausführlich behandelt. Das ist ja sozusagen der Start in die Luftepoche, aber es ist eben ganz wichtig, dass man sich klar macht, das ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen erledigt. Da gibt es immer einen Übergang. Das hast du ja auch eben erforscht, wie diese Epochen ineinander greifen. Wir kommen aus einer Erdepoche, wir gehen jetzt in die Luftepoche. Bevor wir in die Sternzeichen einsteigen, möchtest du uns noch mal ganz kurz eine Idee geben, was Luftepoche eigentlich bedeutet? Ja, das hat sich ja interessanterweise ganz stark herumgesprochen jetzt in den letzten Monaten in der Astrologie-Szene. Also wo ich damit 2017 auf Tour gegangen bin, bei meiner ersten Österreich-Tour mit dem Vortrag Prognosen bis 2025, da war das für alle ganz, ganz neu. Ja, es gab so ein paar Koryphäen, wie zum Beispiel den Rüdiger Plantico in Zürich, die da schon früher was drüber publiziert hatten, aber das war sonst eigentlich unbekannt in der Astrologie-Szene. Und jetzt in den letzten Monaten hat sich natürlich ganz stark verbreitet, ja, dass wir diesen Epochenwechsel haben. Element Erde seit 1802, das war im Grunde die materialistische Konsumgesellschaft. Ja, Erde ist ja alles, was wir angreifen, was wir berühren, was wir horten, was wir sammeln können, was man sehen kann, was man messen kann. Und Luft, das ist ja einfach beweglich, das ist volatil, das ist wendig, ist auch ein Stück weit unstet und unberechenbar. Und das ist eben der Geist, also man kann sagen, von der kapitalistischen Konsumgesellschaft der letzten grob 200 Jahre seit der industriellen Revolution hin zu einer modernen, pluralistischen Wissensgesellschaft. Ja, das ist so der Übergang. Und also da haben wir jetzt die nächsten 2 Jahre halt diese sehr unruhigen Zeiten vor uns. Also diejenigen, die vielleicht die Hoffnung setzen, ab 21.12. wird alles gut. Das ist natürlich eine gefährliche Vorstellung, weil da die Enttäuschung vorprogrammiert ist. Also die nächsten 2 Jahre wird wirklich eine harte Arbeit werden, um uns Schritt für Schritt unsere Systeme von der Überbürokratisierung, die wir jetzt halt die letzten Jahre dann immer mehr noch überspitzt hatten, hin zu einer Arbeit in flexiblen Netzwerken, also wo es auch viel, viel stärker um Dezentralität geht. Da werden wir, denke ich, so 2024, 2025 dann so die ersten Früchte sehen, wo wir dann ein Großteil von uns das Gefühl hat, okay, jetzt hat es wirklich Sinn gemacht, hier diesen Wandel durch zu überstehen. Und da werden die meisten von uns das Gefühl haben, okay, jetzt sind wir wirklich in der Luftepoche angekommen mit den Annehmlichkeiten. Die ersten 2 Jahre, die bringen natürlich eher so ein bisschen die Stürme. Ja, ich habe es auch verglichen gestern in meinem Livestream, weil das ja so ein gewaltiger Übergang ist mit einem Umzug. Und wir wissen ja alle, was ein Umzug, was das für ein Theater ist. Und wir müssen jetzt sozusagen als Gesamtgesellschaft oder überhaupt als Gesamtplanet von der Erdepoche in die Luftepoche umziehen. Mit allen Leuten. Das Bild alleine macht eigentlich schon klar, was hier los ist. Und jeder überlegt sich, was kann ich mitnehmen, was muss ich zurücklassen? Und dann fangen natürlich auch manche an, sich zu streiten. Also manche sagen, ich will das mitnehmen und das zurücklassen. Und dann sind dann die anderen nicht mit einverstanden. Also das wird eine richtige Aufgabe, uns da zusammen zu raufen und das gemeinsam hinzubekommen. Das werden wir in den Monaten schon ganz stark sehen. Also wir haben ja gerade das im Februar, haben wir ein ähnliches Stellium, haben wir dann im Wassermann. Ja, also direkt um den Neumond rum, 11.2., aber es ist natürlich immer dann der ganze Umkreis. Und also so wie wir jetzt halt auf ein Thema fokussiert waren und eine Regel herrscht, so werden dann eben unzählige Themen und unzählige Regeln sein und jeder glaubt, okay, jetzt bin ich ein Jahr lang stillgestanden, jetzt breche ich drauf los, jetzt hole ich mir, was ich möchte, jetzt nehme ich mir meine Freiheit. Und wenn es natürlich ganz viele gleichzeitig machen in verschiedenen Richtungen, dann kommt halt ein bisschen ein Tumult raus. Ja? Aber so geht halt jede neue Zeit los. Ja. Auch die ersten Jahre der Französischen Revolution waren ja nicht besonders friedlich. Und aber das ist halt einfach der gewohnte Lauf der Dinge. Und wie gesagt, wenn wir dann 2025 zurückblicken werden, werden wir erstmals das Gefühl haben, naja, es war zwar hart, aber es hat sich doch gelohnt. Genau, das finde ich auch ein sehr gutes Mantra. Und ich finde es natürlich auch irgendwo aufregend und spannend. Das ist ja irgendwie auch ein Geschenk, dass man in so einem Zeitenwandel leben darf und dass man das miterleben darf. Und
Und insofern denke ich auch, dass wir dann sagen werden, das hat sich doch gelohnt. 2024, 2025 passiert ja auch was sehr Wichtiges. Dann wird nämlich der Pluto endlich aus dem Steinbock rausgehen und in den Wassermann gehen. Und das, glaube ich, bringt dann auch nochmal eine sehr starke Veränderung, weil das entzieht dann schon auch den letzten Kräften der Erdepoche so ein bisschen ihre Macht, oder? Wie siehst du das? Ja, genau. Also das ist die neuralgische Konstellation. Ich habe ja da schon 2015 im Astrologie heute einen langen Artikel drüber geschrieben, den es auch in Zukunft zu sehen voller Länge gibt, ja, über die, ich nenne es immer noch Katalypse 2025, weil da geht, wie du sagst, ja, da geht der Pluto endlich aus dem Steinbock in Wassermann rüber. Das heißt, da ist dann tatsächlich, dass jetzt die aktiven Zeichen total fokussiert sind. Wir haben den Saturn-Neptun, der auf 0 Grad Widder läuft, und wir haben den Uranus, der aktuell gerade den Stier umflügt. Ja. Der Uranus im Stier, der ist ja da eigentlich, da fühlen sich beide nicht wohl. Der Stier will ungern frischen Wind reinlassen und der Uranus will ungern sich irgendwo aufhalten lassen und irgendwie so einen trögen Trott mitmachen müssen. Aber der geht dann in die Zwillinge. Das heißt, dann haben wir wirklich ein schönes Dreieck hier im Zentrum Saturn-Neptun, also die Konstellation fürs Gemeinwohl auf 0 Grad Widder. Wir haben dann den Pluto auf 0 Grad Wassermann und wir haben den Uranus auf 0 Grad Zwilling. Also das heißt, da wird es dann endgültig wieder geschmeidig laufen, ja, nach diesen doch recht unrunden Stockungen, die wir aktuell haben. Ja, Mensch, danke für diese Einschätzung. Das war jetzt, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns das nochmal angeschaut haben. Und ich denke, dann sind wir soweit, dass wir in den Sternzeichenteil einsteigen können, oder? Ja, auf alle Fälle. Vielleicht noch vorweg, also... ganz wichtig, genau. Wir wollten noch über einen ganz wichtigen Hinweis sprechen, im Zusammenhang genau damit, Christoph. Ja, da hast du nämlich was ganz Tolles vor. Naja, also vorweg möchte ich gerade noch mal sagen, die 12 Sternzeichen, die sind eine Näherung an das komplexe Horoskop. Ja, also wir sehen hier zum Beispiel, also wenn wir jetzt hier von dem Jupiter-Saturn reden, wir sehen hier, okay, da sind ja noch viel mehr Planeten drin, da gibt es Aspekte, da gibt es Häuser, da gibt es Aszendent MC und so weiter. Ja, das heißt, jedes Horoskop ist so komplex und vielschichtig und einzigartig wie jeder Mensch. Ja, also diese Gesamtkonstellation wiederholt sich in der Geschichte des Sonnensystems nie mehr wieder. Ja. Von dem her sind natürlich die 12 Sternzeichen, wie wir es jetzt besprechen, eine enorme Vereinfachung. Ja, also das müssen wir natürlich vorausschicken. Und alternativ natürlich, wenn ihr in dem jeweiligen Zeichen euren Aszendenten habt oder euren Merkur, was auch immer, werdet ihr das natürlich auch so ähnlich erfahren. Richtig, das ist ganz wichtig, die Sternzeichen-Energien. Also meine Community, die sind da schon teilweise sehr fortgeschritten. Viele kennen ihr Horoskop, viele sprechen auch davon. Soll ich auch für mein Aszendentenzeichen schauen? Soll ich auch für mein Mondzeichen schauen? Ja. Die Übersicht, die wir euch jetzt geben, bezieht sich eben auf die Sternzeichen-Energie, aber eben auch, wenn ein anderer wichtiger Planet oder der Aszendent in einem dieser Zeichen ist, hört euch das an. Und natürlich kann das auch keine individuelle Beratung ersetzen, aber ich finde es trotzdem wichtig, denn das sind eben die verschiedenen Facetten, in denen sich jetzt diese Entwicklung auch zeigen kann. Und insofern finde ich das eben sehr, sehr spannend und ich freue mich auch sehr, dass du eben bereit bist, da mit mir durchzugehen, die Sternzeichen mit mir durchzugehen. Und in diesem Zusammenhang wollten wir auch nochmal auf deine Ausbildung verweisen. Ich möchte nämlich gerne eben auch nochmal sagen, dass du im Februar einen Einsteigerkurs für Astrologie anbietest. Kannst du uns da nochmal kurz was drüber sagen? Ja, es haben mich die letzten Monate irrsinnig viele Nachrichten erreicht. Wo kann ich denn einfach mal ein bisschen mehr über Astrologie erfahren? Wo kann ich mal wirklich kurz und knackig verstehen, wie dieses astrologische System aufgebaut ist? Und normalerweise sind ja Astrologiekurse so aufgebaut, dass sich über ein Jahr zieht sich das, dass man zuerst mal die ersten Monate die Tierkreiszeichen und dann die Planeten und dann die Aspekte macht. Und ich habe dann ein Format entwickelt über die letzten 6-7 Jahre, wie man wirklich diese Grundsäulen der Astrologie in einem Monat erlernen kann. Das heißt, an 10 Abenden, den ganzen Februar durch, machen wir wirklich konsequent Tierkreiszeichen, Planeten, Häuser, Aspekte und was die im Gesamtverbund bedeuten. Ja, so dass man wirklich auch danach ein Gespür hat, wie diese Zyklen aufgebaut sind. Und klar, danach muss man natürlich sehr, sehr viel auch eigene Übungen machen und Recherchen, aber man hat dann zumindest schon mal das ganze Grundrüstwerkzeug nach dem Seminar Astrologie für Einsteiger, um dann wirklich loszulegen. Genau, und das möchte ich eben auch denjenigen aus meiner Community, die immer danach fragen, sehr empfehlen und ans Herz legen. Christoph, der Kurs ist also im Februar 10 Abende, online dann, Zoom-Meeting nehme ich an. Und verrätst du uns auch den Preis?
390 Euro für die 10 Abende, ja, also das super fairen Preis. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, da du ja auch viel mit Management zu tun hast, du rufst da jetzt eher so Managementpreise von ein paar tausend Euro auf, aber ich finde das eine super Gelegenheit für euch, Astrologie zu lernen. Also bitte, Leute. Ich war mir im Bedürfnis, dass im Mai gemacht das Seminar, weil da einfach so viele nachgefragt haben und das Interesse war auch überwältigend und mir war wichtig, dass der Preis hier für niemanden eine Eintrittsbarriere ist, weil ich finde, die Grundlagen der Astrologie, die gehören eigentlich zur Allgemeinbildung, ja, die prägen unsere Kultur seit über 2000 Jahren und ja, da ist mir einfach wichtig, da auch diesen Funken der Astrologie zu vermitteln. Toll, also ich finde das ganz super, ich schicke ja meine Assistentin zu dir, damit die das dann eben bei dir lernen kann und ich würde mich eben auch freuen, wenn andere hier aus der Community, die sich dafür interessieren, teilnehmen. Denn es kann uns allen nur nützen, wenn ihr ein bisschen was weiterlernt. Dann können wir uns immer noch auf einem noch höheren Niveau über Astrologie unterhalten. Schön. Und das hilft natürlich eben auch als Hintergrund für das, was wir jetzt vorhaben mit den 12 Sternzeichen, um eben zu verstehen, es geht hier um Sternzeichen-Energien. Und da könnt ihr auch insofern was dazulernen, weil natürlich das auch für andere Planeten gilt, auch für den Aszendenten gilt, für den Mond gilt und so weiter. Gut. Sehr schön, Christoph. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Startpunkt. Nachher, damit wir auch einen sauberen Timecode haben, beginnen wir jetzt mit dem Sternzeichen Widder. Wie sehen denn die besonderen Aufgaben und Chancen für die Widder oder für die Energie des Widders in der Luftepoche aus? Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass sich im Tierkreis aktive und passive Zeichen oder außengerichtete und innengerichtete Zeichen abwechseln. Das heißt, grundsätzlich, jetzt wo die Luftepoche losgeht, ist natürlich grundsätzlich ein Rückenwind für alle Feuer- und Luftzeichen. Und es ist eine gewisse Herausforderung, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen für alle innengerichteten Zeichen, also für die Wasserzeichen und für die Erdzeichen. Das schon mal vorweg geschickt, ja, weil es sich natürlich da zwischen manchen Zeichen ein paar Ähnlichkeiten dadurch ergeben. Der Widder, das ist der ungestüme Neubeginn im Tierkreis, da wo der Zyklus losgeht, noch frisch und unverbraucht, ja, so aus dem großen Meer der Einzeit, aus dem Fischen heraus, plötzlich in die Aktivität. Ja. Der Widder ist der Pionier, das heißt, immer wenn es was Neues zu entdecken gilt, ist der Widder der zuerst seine Nase da reinsteckt. Und natürlich, wenn in der Luftepoche alles beweglich wird und mit neuen Technologien eine weltweite Vernetzung stattfindet, dann sind die Widder natürlich da gern sofort ganz vorne mit dabei. Ja, die hatten sich ja eher schwer getan jetzt 2020 während dem Lockdown, die Füße halten zu müssen und einfach in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein und auch in der Spontanität so eingeschränkt zu sein. Für die ist das natürlich dann ein irrsinniger Rückenwind für die Widder. Ja, und also wenn wir auch ein bisschen weiter schauen, dann eben so Mitte der 2020er Jahre, da ist dann der Saturn-Neptun da drin. Das heißt, da geht es halt darum, Pionier zu sein für die Luftepoche, also das wirklich auch physisch unter die Menschen zu bringen. Auch tatsächlich, ja, der Widder ist ja das erste Zeichen im Materie-Quadranten, also da wirklich auch was Handfestes draus zu machen. Und natürlich auch mit einem gewissen Fokus aufs Gemeinwohl. Ja, und das ist vielleicht, wo der Widder vielleicht auch so manche Widder vielleicht auch ein bisschen umdenken müssen. Vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung, oder? Genau, weil im jugendlichen Zustand ist der Widder ja gern, dass er sein Ego durchsetzen möchte und auch vielleicht ein bisschen Konkurrenz geprägt ist. Aber ja, die kultivierten Widder, die haben halt natürlich schon verstanden, dass je mehr man sozusagen für die Allgemeinheit etwas macht, desto besser ist es dann eben für ihn selber, ja. Und also da geht es dann darum, Vorreiter zu sein, aber eben vielleicht auch ohne Ellenbögen. Ja, das ist da so ein bisschen dann auch die Herausforderung, die erste Herausforderung. Und die zweite natürlich, es werden da Massen an Möglichkeiten für neue Projekte sein. Und die kann man natürlich nicht alle gleichzeitig bewältigen. Ja, das heißt, nicht nur ans Anstoßen denken, sondern auch ans Weiterführen und vielleicht sogar ans Vollenden denken. Oder wenn ihr sagt, da bin ich grundsätzlich zu ungeduldig, euch dann halt die richtigen Leute dafür zu suchen, die dann sozusagen für die Konsolidierung von euren Ideen dann auch im Nachgang sorgen. Genau, das ist eben sehr wichtig. Entweder durchziehen oder das richtige Team um sich sammeln. Widder sind ja an sich wirklich auch gute Leader, die können sehr gut anführen und mitreißen. Die sagen dann, hier geht's lang und preschen nach vorn und dann muss aber die Nachhut bereitstehen.
Genau, richtig. Ja, und dem Winter geht es natürlich grundsätzlich immer zu langsam, selbst in der Luftepoche. Das ist schwer vorstellbar, aber gut, das werden wir ja dann sehen. Das ist spannend. Ja, okay, also eigentlich für Witter im Großen und Ganzen viele positive Signale jetzt. Oder zumindest eben, wenn man stark witterbetont ist, kann man ja gut sagen. Ja. Genau, die Herausforderung ist eher dann doch eine gewisse Konsequenz und Stringenz in den eigenen Plänen reinzubringen, um dann nicht irgendwie zu viel auf einmal loszutreten und zu wenig zu vollenden. Ja. Ja. Gut, damit wären wir dann beim zweiten Zeichen des Tierkreises, dem Stier und der Stierenergie. Wie kommt die Stierenergie klar? Ja, der Stier hat natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil die Luftepoche wird ja aktuell ja auch in sein Zeichen reinkanalisiert. Der Uranus herrscht ja den Wasser, beherrscht den Wassermann, wo Jupiter und Saturn sich treffen. Und der Herrscher davon, der Uranus, der läuft jetzt ja gerade durch den Stier, noch dazu im Quadrat zu der Konjunktion. Stier ist ja, da geht es ja stark um eine Beharrlichkeit, da geht es um eine Sicherheit, da geht es darum, ums eigene Revier, ja, da geht es darum, dass die Dinge berechenbar und vorhersehbar sind. Stier ist ja nicht nur Erde, das ist ja sogar die fixe Erde, also das heißt, ja, irdischer und dauerhafter, aber auch unflexibler geht es fast gar nicht mehr im Tierkreis. Ja. Also die Aufgabe des Stiers ist ja sozusagen wie die Erdanziehung Kraft, die Dinge zusammenzuhalten. Ja. Und der muss jetzt plötzlich sich total bewegen. Das ist natürlich vollkommen unbequem für den Stier. Der muss raus aus seiner Komfortzone. Das heißt, der muss im Grunde, der hat es ja gern warm in der Bude und die Fenster zu. Ja, also so typischer Streit in Teams oder in Schulklassen. Der Stier sagt immer, mach zu, es ist kalt. Und der Wassermann sagt, mach auf, ich erstick hier. Ja, und also in der Luftepoche, da ist natürlich angeraten, auch für die Stiere, mal das Fenster aufzumachen, mal einen frischen Wind reinzulassen. Weil je schneller man sich darauf einlässt, desto schneller kann man sich dann auch wieder bequem machen. Ja. Also das ist hier so die Herausforderung vom Stier und natürlich auch, wie im Übrigen auch bei den anderen Erdzeichen, zu schauen, dass uns die Luftepoche nicht substanzlos um die Ohren fliegt, sondern doch auch einen gewissen Sicherheitsanker darin zu bilden. Genau, das heißt also, die Aufgabe und auch die Chance des Stiers ist eben, dieser Sicherheitsanker zu sein. Und da denke ich zum Beispiel wirklich auch ganz konkret an das stiertypische Feld der Landwirtschaft. Ich denke an meine Tochter, die biologische Landwirtschaft studieren will. Ja. Ich denke mal, wir müssen alle weiterhin was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf haben. Daran wird auch die Luftepoche nichts ändern. Und da gibt es eben weiterhin auch sehr viele und genug Betätigungsfelder für die Stiere. Sie müssen sich eben nur dafür öffnen, dass es nicht mehr so traditionell läuft, sondern dass es da neue Anforderungen gibt. Zum Beispiel eben auch im Hinblick auf Klimawandel und so weiter muss das ja eh mal alles sich erneuern, auch mit der Landwirtschaft. Aber die werden ihre Felder haben, denn wir müssen was essen, wir müssen ein Dach über dem Kopf haben, wir müssen was zum Anziehen haben. Also das bleibt ja. Ja, das ist total ein wichtiger Punkt, Antonia. Ich habe ja viele Klienten auch interessanterweise aus dem Agrarbereich, ja, und aus dem Lebensmittelbereich. Und da sind momentan einfach kolossale Veränderungen. Ja. Also das geht einerseits hin, der Wandel von der traditionellen Landwirtschaft hin zu einer biologischen, nachhaltigen Landwirtschaft. Das geht hin zu einer extremen Technisierung der Landwirtschaft und einfach um die Kosten entsprechend auch bei Bioqualität niedrig zu halten. Das geht hin bis zu natürlich diese ganzen Anforderungen, die uns die Gesetze aufbürden, ja, mit der lückenlosen Verfolgbarkeit, also wo natürlich Tracking und all dieses technische Zeug drumherum auch ein wichtiges Thema ist. Also das heißt, um eine neue Technologisierung der Landwirtschaft geht es hier, ja. Und also das ist natürlich, ist ja eine sehr traditionelle Branche, ja. Der Bauer wird am liebsten sein Feld so bestellen, wie es der Opa schon gemacht hat. Und plötzlich muss er aber sich damit beschäftigen, wie es der Enkel machen wird. Das ist ein Riesenspagat, ja. Aber natürlich umso mehr, was da auch zum Positiven bewegt werden kann, wenn man als Stier diese Herausforderung annimmt. Genau, das fand ich jetzt eine sehr interessante Ausführung. Ist natürlich nur ein Beispiel, ne? Nicht jeder Stier ist Landwirt. Aber das Beispiel ist eben, das macht es sehr schön deutlich. Ne? Also viele Felder, zum Beispiel sind Stiere ja auch sehr gut mit Immobilien und so. Und das wird ja weiterhin extrem wichtig bleiben. Aber es ändert sich eben.
Die können ihre Freunde schon behalten, aber sie müssen auf eine neue Art und Weise damit umgehen. Mehr Technik, genau, mehr Kommunikation, mehr Vernetzung und eben diese ganzen Luftepoche-Themen. Das fand ich jetzt einen sehr guten und verständlichen Gedanken. Ich habe ja den Mond im Stier, ne? Da lausche ich natürlich. Ich habe ja diesen Konflikt in mir. Ich habe den Mond im Stier und im Quadrat dazu Jupiter und Merkur im Wassermann. Also ich kann da Geschichten drüber erzählen. Und für die Stiere ist das jetzt auch, geht es direkt mit einer vollen Packung los, weil die jetzt gleich 2021 eben dieses Quadrat von Saturn und Jupiter im Wassermann zu Uranus im Stier eben erleben, besonders diejenigen der ersten Dekade. Und eine Zuschauerin hat mir auch unter dem Video gepostet, ich bin Stier und freue mich gar nicht aufs neue Jahr. Ja, also ja, verständlich. Ja. Aber es ist so, das ist halt die Entwicklung, das ist halt im Grunde der Fortschritt der Welt oder der Gang der Weltgeschichte. Und je früher man sich damit irgendwie anfreundet und arrangiert und dann doch sich ein bisschen bewegt, desto leichter und angenehmer wird es halt. Ja, das vielleicht einfach als grundsätzlicher Tipp, vor allem für die Stiere. Also wenn ihr eure Gemütlichkeit und eure Behäbigkeit ein Stück weit behalten wollt, dann bringt schon sehr viel vorausschauend ein paar Schritte zu gehen. Ganz genau. Ja, sehr schön. Gut, dann kämen als nächstes die Zwillinge dran, Luftzeichen. Und ich denke, für die gibt es einige gute Nachrichten, oder? Ja klar, die Zwillinge sind die Meister des Vernetzens und da geht es ja vor allem ums funktionelle Vernetzen. Ja, der Wassermann, der möchte vor allem so die geistigen Felder, also die Gesinnungsgenossen vernetzen. Und die Zwillinge, da geht es halt auch viel um Kommunikationstechnik, Technologie, um all diese kurzfristigen, schnellen Informationen. Und die sind natürlich in der Luftepoche, spielen die eine ganz neuralgische Rolle, weil die sind sozusagen die Boten der Luftepoche. Ja, also da geht es darum, unter die Menschen diese neuen Technologien reinzubringen, neue Wege des Kommunizierens, neue Wege des Vernetzens. Und da eben auch zu schauen, dass diese Netzwerke auch permanent mit Informationen unterfüttert werden und am Laufen sind. Also der Austausch von Informationen, von Neuigkeiten, das ist ja sozusagen das Urrudiment des Zwillings. Ja. Früher war es halt der Bote, ja, oder vielleicht auch der im Dorf, der jeden Tag von Haus zu Haus läuft, um zu schauen, was gibt es Neues und das von den anderen Häusern wieder weitererzählt. Und ja, jetzt könnt ihr dasselbe im Global Village machen. Also da geht es ganz, ganz stark darum, jetzt wirklich ja sozusagen die technologische Basis für die Luftepoche mitzulegen und mit auszubauen. Und die Zwillinge haben ja als Merkurzeichen immer einen gewissen Hang dazu, auch dann zu viel Dinge auf einmal zu machen. Das ist jetzt die Herausforderung. Zetteln. Ja, Zetteln, und das wird für die Zwillinge, das wird die Hauptherausforderung. Ja, also aus all diesen Kommunikationsmassen, die es da gibt, da dann doch gezielt die richtigen rauszusuchen für langfristige Projekte, statt sich einfach da sozusagen von Information zu Information treiben lassen. Weil sonst kann es als Zwilling sehr gut passieren, dass ihr plötzlich dann in Rente geht oder 80 seid oder 90 seid und drauf kommt, naja, seit 2020, 2025 habe ich so viel gelernt über die Welt, aber eigentlich nichts draus gemacht. Also das wäre die Herausforderung. Ja. Und wie gesagt, aber eure Stärke ist es, die Informationen zu verbreiten und da sozusagen das Luftelement permanent in Bewegung zu halten. Ja, ist ja auch das bewegliche Luftzeichen. Genau, also die großartige Chance ist eben ganz vorne mit dabei zu sein, sich da auch bei wohlzufühlen und es auch eigentlich so als normal zu empfinden, aber eben darüber sich nicht zu verzetteln und den Fokus nicht zu verlieren. Denn das wird ja zunehmend wichtig, dass man sich in dieser volatilen Umwelt innerlich mehr konzentriert. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Genau. Hast du noch was Wichtiges? Weil wir haben jetzt nur so kurz über die Zwillinge gesprochen. Die beschweren sich sonst nachher, weil das Video vom Stier länger war. Ja, es gibt halt auch in der Welt der Zwillinge, die sind ja so schlau und wendig und geistig, haben eine große Auffassungsgabe und die lieben ja auch die Kurzbotschaften. Ja. Also während der Stier, ja, so wie Karl Marx, der hat eine Idee und dann schreibt er gleich irgendwie 4 Bände drüber, die für den Außenstehenden kaum noch zu lesen sind und dann sind schon 20 Lebensjahre vorbei. Die Zwillinge, die haben halt gern die Botschaften kurz und knackig und auf den Punkt. Ja, und aber das lesen viele. In einem Slogan. Ja. Und ja, das ist natürlich auch eine Stärke der Zwillinge. Also in der Luftepoche, da haben wir, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene
Wissenseinheiten, die im Grunde dann jede für sich stehen und die sich auch teilweise widersprechen, um da den Menschen eine Orientierung zu geben, indem die Zwillinge das Wesentliche rausfiltern, die Dinge verknüpfen und da auch einfache Botschaften draus machen. Ja? Also Zwilling ist ja auch von dem Beruf her der Journalismus. Ah. Ja, und der Journalist, der muss ja auch nicht irgendwie monatelang in ein Thema eintauchen, um dann irgendwie ein Buch drüber zu schreiben, sondern der muss es ja so formulieren, dass die wichtigen Dinge so rausfiltern, dass auch ein allgemeiner Leser sofort versteht, um was es da geht. Ja. Und das ist eben die nächste große Stärke, die Zwillinge in der Luftepoche einbringen können. Das heißt, die Komplexität auf einfache Slogans, auf einfache Informationen herunterzudampfen. Ja, um uns Orientierung zu geben und um uns einen Überblick zu geben. Sehr gut. Gut, dann haben wir also die Aufgaben, die Chancen, Herausforderungen des Zwillings und dann kämen wir jetzt zu den Krebsgeborenen und auch der Krebsenergie ganz allgemein. Ja, die Krebs sind natürlich, das sind wir beim ersten Wasserzeichen angelangt, das Wasser kommt ja nach der Luft. Ja, das heißt, der Krebs, da geht der Lebensquadrant los, da geht die Gefühlswelt los, die eigene. Also da geht es auch darum, sich mit den Dingen seelisch, emotional zu identifizieren und auch eine Menschlichkeit reinzubringen. Und ähnlich wie der Stier ist der Krebs eigentlich auch sehr bequem. Ja, der macht sich auch gern mal kuschelig vorm Kamin mit den Wollsocken bequem und genießt die Dinge. Ja. Und da ist natürlich auch die Herausforderung, in der Luftepoche aus dieser bequemen Position ein Stück weit rauszugehen. Und halt auch diese Veränderungen entsprechend auch irgendwie mitzumachen und dabei aber immer so das Menschliche im Fokus zu behalten. Also ähnlich wie ja die Erdzeichen, beim Stier hatten wir das ja angesprochen, dafür zuständig sind, uns eine gewisse Stabilität in dieser beweglichen Luftepoche zu verleihen. So sind die Wasserzeichen dafür zuständig, da auch die Menschlichkeit darin aufrechtzuerhalten. Also das ist nicht mal alles nur so rein technoid, robotisch, technologisch ist, sondern dass also diese Lufttechnologien auch verwendet werden, um uns als Menschen mit unseren emotionalen Bedürfnissen, mit unserem Seelischen da drin auch eine Heimat zu geben, ja, ein Heimatgefühl. Also sprich diese Kommunikationsbahnen, die Zwillinge dann federführend hier ausbauen, die dann mit Seele zu füllen. Das ist die Aufgabe der Krebse. Ja. Genau, ich sehe den Krebs sozusagen in der kosmischen Ethikkommission der Luftepoche, wenn es eben darum geht, das Menschliche zu bewahren. Da sehe ich zum Beispiel auch für die Krebse im therapeutischen Bereich sehr viele Aufgaben, wenn Menschen da sich da irgendwie verloren sind und nicht mehr zurechtkommen. Dann ist eben der Krebs derjenige, der einfach ein Verständnis dafür hat und der helfen kann. Also natürlich alles immer betragenen Sinne. Nicht jeder Krebs wird jetzt Therapeut, aber die Energie geht eben in diese Richtung, dass die Krebse dahingehend Aufgaben haben und die Ethik und die Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Ja, das sehe ich auch so. Ja, also man kann sagen, ins Global Village, und das ist ja halt eigentlich ein digitales Weltendorf, da halt auch so eine gewisse Heimeligkeit hineinzubringen, dass die Menschen sich da wohlfühlen, ja, und dass es eben auch emotional irgendwie angenehm ist und sich nicht nur, also eine der Schattenseiten der Luftzeichen oder des Luftelements ist ja, dass sich Dinge fast nur noch im Kopf abspielen. Also das sozusagen das Herz, der Bauch, die sind ein bisschen abgekappt und es rasen nur die Gedanken im Kopf dahin. Ja. Und da geht es halt darum, eine emotionale Bodenhaftung reinzubringen. Das ist, was die Krebse da ganz, ganz wichtig als Aufgabe haben. Was haben die Krebse denn für eine Herausforderung und Schwierigkeit? Ja, also für die Krebse ist es natürlich diese technische Welt, das ist nicht so wirklich da, wo die sich zu Hause fühlen. Ja, das läuft so ein bisschen parallel verschoben. Das heißt, gut, ich meine, viele Krebse haben ja zum Glück dann Merkur, Venus irgendwie auch in den Zwillingen parallel dazu, weil die ja immer plus minus ein Zeichen sind im Regelfall. Aber der Krebs selbst, der möchte es ungern sich jetzt eine Gebrauchsanweisung durchlesen oder sich in technische Software einlesen. Wirkt manchmal auch ein bisschen schusselig auf Außenstehende deshalb. Ja, aber das ist halt eine zähe Aufgabe. Ja. Das kann der Zwilling viel besser. Also das wird die Herausforderung sein. Ja.
weil dem Krebs wird da vieles halt auch so oberflächlich sein, da wird die Gefühlstiefe fehlen. Auch so, und Krebs braucht ja auch lang, um sich emotional wirklich zu öffnen für andere Menschen. Und das ist natürlich in einer schnelllebigen Zeit umso schwieriger. Ja, wie kommt er dann damit klar? Ja, also das wird für viele eine Herausforderung sein, dass ein Stück weit dieses alte Geborgenheitsgefühl in der Form nimmer da ist und diese emotionale Stabilität und Verlässlichkeit, dass natürlich auch die Anforderungen von der Beruf, aber auch von Beziehungen, dass die halt einfach viel, viel schneller sich verändern. Ja, und da, also Krebs ist ja eigentlich ein traditionelles Zeichen. Ja, ja. Genau. Also der Krebs muss das dann in sich selber finden und dann anderen geben und dadurch wieder aufbauen. So stelle ich mir das vor. Ja, genau. Ja. Also da ist die Herausforderung eigentlich, kann man sagen, diese emotionale Tiefe und diese emotionale Geborgenheit und Verbindlichkeit dann nicht so sehr im Außen zu suchen, sondern halt doch in sich selber zu finden. Ja. Genau. Und ja, halt trotz dieser Schnelllebigkeit dann halt trotzdem noch auch dafür zu sorgen, dass wir Menschen untereinander auch emotional den Bezug miteinander verlieren. Ach, da denke ich, werden viele Krebser dann auch wieder zur Hochform auflaufen. Auf alle Fälle, ja. Und weil das wird gebraucht und Immobilien wiederum, auch ein starkes Krebsfeld, wird auch gebraucht. Da werden die auch viel zu tun haben. Gemütlich machen, auch vielleicht sogar digitale Räume mit Fantasie für diejenigen, die im IT-Bereich arbeiten. Doch, da gibt es viel zu tun. Ja, übrigens die nächste Herausforderung bei den Krebsen, bei den Fischen haben wir es ja ein bisschen ähnlich. Also da wird die Verlockung recht groß sein, sich in so digitalen Scheinwelten dann im Grunde ein bisschen auch zu verlaufen. Ja. Ja. Und vielleicht in irgendeinem Online-Spiel, wo man dann irgendwie scheinbar emotional große Bindungen aufbauen kann, aber de facto sind es halt nur Bits und Bytes und die Menschen dahinter lernt man vielleicht gar nie kennen. Also dann, das wird eine Herausforderung sein, die emotionale Bindung und nicht plötzlich auf irgendwelche Computerspiele zum Beispiel zu verlagern. Ja, weil das ist natürlich für den Krebs einfacher. In der Außenwelt, die Menschen werden natürlich immer unberechenbarer durch die Schnelllebigkeit der Luftepoche. Und im Computerspiel ist es vielleicht, wirkt so, als wäre da tagtäglich alles geordnet und geregelt. Und da könnten manche Krebs, aber auch manche Fische dazu tendieren, dann wirklich da reinzukippen in so eine Online-Fantasiewelt. Ja, danke. Das war ja auch nochmal ein sehr guter und sehr wichtiger Hinweis. Genau. Ja, dann können wir jetzt weitermachen und als nächstes haben wir das Zeichen Löwe. Ja, Löwe ist ja dann die Konsequenz aus dem Krebs. Beim Krebs werden die Gefühle ausgebrütet und der Löwe, der sagt dann, na, jetzt habe ich es genug in mir getragen, jetzt brülle ich es nach außen, jetzt gestalte ich damit was, jetzt möchte ich was organisieren, jetzt möchte ich was voranbringen, jetzt möchte ich da so ein eigenes Reich der Gestaltung aufbauen. Und ja, für den Löwen ist im Grunde die Luftepoche, einerseits, weil er ja ein Herzensmensch ist, ist es vielleicht manchmal auch zu technisch, das wird so die Herausforderung sein, ja, dann wirklich im Luftelement sozusagen die Herzlichkeit reinzubringen und rüber zu transportieren und da den Menschen dabei zu helfen, ihre ureigene Individualität dabei zu behalten und sozusagen die Möglichkeiten der Luftepoche zu nutzen, um die eigene Individualität auszudrücken. Ja, also das heißt, der Löwe steht da gegenüber vom Wassermann. Das ist Gegenzeichen. Also einerseits sind die natürlich beide Außentypen und außengerichtet. Und Löwe ist ja auch das fixe Feuer. Ja, aber auf der einen anderen Seite stehen die halt auch diametral gegenüber. Ja, und beim Löwen geht es halt um die Einzigartigkeit so des Subjektiven. Und beim Wassermann geht es um die Einzigartigkeit der eigenen Gedanken. Ja, und das ist für den Löwen dann halt auch die Herausforderung, ja, da Herz in diese vielleicht manchmal recht sterilen digitalen Räume hineinzubringen, ja, und sozusagen die Lufttechnologien zu nutzen, um Menschen dabei zu helfen, ihre Individualität besser auszudrücken und mehr aus ihrem Leben zu machen und da was Einzigartiges aufzubauen. Ja. Aber da sehe ich doch schon wieder diese Spannung zwischen, ja, wie soll man sagen, zwischen Technik, ja, die ein Stück weit eine normative Qualität hat. Ja, weil jede Software, jede Internetplattform und so weiter, die normiert ja unser Verhalten.
Das ist ja gerade diese, so ein bisschen die Schattenseite der Luftepoche. Ja. Ich habe das ja immer die Struktokratie genannt, habe da auch ein Video dazu gemacht, über die Gefahren der Struktokratie, weil je mehr digitalisiert ist, desto mehr wird auch unser Verhalten vorausschauend durchnormiert. Ja. Also das ist ein Problem. Und da geht es bei den Löwen drum, dann halt doch diese menschliche Einzigartigkeit hineinzubringen und auch dieses Ausscheren aus diesen Normierungszwängen. Ja, das geht ja schon los bei ganz einfachen Dingen. Sagen wir mal Facebook, ja, wer postet da schon so, wie er wirklich ist? Niemand. Ja. Das war vielleicht in den Urzeiten des Internets, so Mitte, Ende der 90er Jahre, aber seither ist das eigentlich oft eine vorausschauende Normierung, wo man sich denkt, naja, wie möchte ich eigentlich gesehen werden? Und da gibt es halt dann gewisse Parameter, die man dann halt vorausschauend erfüllt, um da sich irgendwie mit Probleme einzuhandeln. Ja. Und da ist beim Löwen natürlich die große Gratwanderung, der möchte nicht normiert werden, der möchte aus diesen Normen ausscheren, aber er möchte andererseits, hat er auch gerne den Konsens. Ja? Der möchte auch, dass alle irgendwie dann doch miteinander leben und leben lassen und sich gut verstehen. Und das wird halt auch so ein Balanceakt dann sein beim Löwen. Ja? Wie viel Einzigartigkeit, Individualität und wo vielleicht dann doch irgendwie sich an dieser digitalen Form anpassen. Da sehe ich aber doch Betätigungsfelder, zum Beispiel für die Löwen als Coaches und eben auch natürlich als Führungspersönlichkeiten, eben um da zu gestalten, gestaltend einzugreifen und auch Dingen ihren Stempel aufzudrücken. Das ist doch auch eine große Chance für Sie, oder? Auf alle Fälle. Also drum, da sind die Herausforderungen, die Chancen sind, da kann man sagen, beide maximal, weil der Löwe ja genau gegenüber vom Wassermann steht, ja. Das heißt, einerseits haben die ein gemeinsames Thema und das ist halt die Einzigartigkeit. Aber wie schaffe ich jetzt die emotionale Einzigartigkeit in diese geistige Einzigartigkeit überzuführen? Das ist natürlich dann die Herausforderung. Aber Löwen sind doch auch Führungspersönlichkeiten. Was haben die denn für Führungsaufgaben jetzt? Also wo würden die jetzt gebraucht in der Luftepoche? Ja, also wie gesagt, da geht es ja darum, auch Menschen emotional mitzureißen und zu begeistern. Das ist da eigentlich die Kernschlüsselfunktion. Also es gibt ja verschiedene Arten von Führung. Ja, es gibt ja auf der einen Seite so die Führung durch Expertise, durch Fachkenntnis. Das sind vor allem so die Jungfrauen, aber war vom Urrudiment die Steinböcke zum Beispiel. Der Löwe, der führt eigentlich nicht über eine Sachkenntnis, der führt über den Instinkt eigentlich, über den Jagdinstinkt. Und das ist da die Herausforderung. Ja, und Instinkt in der digitalen Welt, ja, das ist eine gewisse Brücke, die zu schließen ist. Aber da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der Löwe mit seinem Instinkt da mit Sachen dann kommt, die man wirklich auch noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und da was Neues dann auch kreiert. Die Löwe ist ja auch das Kreativzeichnen. Also da sehe ich, und wenn es eben auch ist, eine neue Art von Digitalisierung zu prägen oder auch Computerspiele, die mehr Raum für Individualität lassen zum Beispiel. Genau, auf alle Fälle. Und dabei natürlich, also das Physische ist natürlich bei den unteren Zeichen immer mit bei. Ja? Das heißt, der Löwe, der braucht dann doch das Körperliche auch noch. Rein das Geistige, wie es dem Wassermann zum Beispiel reicht, das ist da zu wenig. Also das heißt im Grunde ja, so ein bisschen zu schauen, diese gesunde Balance zwischen Online-Welt, virtueller Welt und analoger Welt, Offline-Welt. Ja, ja, denke ich, dass es für die Löwen auch im Bereich Sport zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten gibt. Denn da werden wir ja wahrscheinlich auch uns nochmal neu entwickeln und neu aufstellen, wie wir uns fit halten zum Beispiel. Da könnte ich mir einen Löwe-Coach sehr gut vorstellen im Luftzeitalter. Ja. Ja, gut. Wir kommen dann jetzt zum Zeichen Jungfrau. Und da kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, die Jungfrauen haben da eine ganz besondere Position als Brückenzeichen. Kannst du uns das nochmal erläutern? Ja, genau. Wir hatten es ja besprochen, wo wir damals für dein Jahresbuch... Genau, für mein Jahrbuch haben wir diese Themen ja auch schon angerissen. Genau. So, Jungfrau ist ja die bewegliche Erde, das heißt die flexibelste aller Erdzeichen. Das heißt, es ist insofern ja auch schon die Brücke, wo sich dann die Erde langsam auflöst in die, ja, so in Einzelbestandteile, um dann zur Luft zu werden, ja. Und wenn man schaut, Informationstechnologie, also nach meinem Modell des Astro-Kondratjew-Zyklus, das ist eigentlich das langwellige Wirtschaftszyklen-Modell, basierend auf technologischen Innovationen.
Das war beispielsweise eben um 1850 die Eisenbahn- und Stahlindustrie, ab 1900 Elektrizität, Automobil, Flugzeug und so weiter. Und ab 1960, das ist der aktuelle Zyklus, da hatten wir die Uranus-Pluto-Konjunktion in der Jungfrau. Und das ist halt die ursächliche Konstellation für die moderne Informationstechnologie. Ja, diese Miniaturisierung, dieses Aufsplitten von menschlichen Prozessen in extrem komplexe Algorithmen, ja, also wo man probiert, damit mit einem gigantischen Code sozusagen die Wirklichkeit nachzubauen, das war so der Eintritt in das moderne Informationszeitalter. Ja, und insofern sind hier die Jungfrauen natürlich so dieses Brückenzeichen einerseits zwischen der alten Erdepoche und der neuen Luftepoche, weil die im Grunde damit eben begonnen haben, das Materielle schon beweglich zu machen, damit es dann wirklich zur Luft werden kann. Ja, und ähnlich wie natürlich beim anderen Merkurzeichen, bei den Zwillingen, immer am Rande der Verzettelung, ja, immer viel mehr auf der To-Do-Liste zum Abhaken als abgehakt werden kann, das ist natürlich auch da die Herausforderung in der Luftepoche. Und ja, also Jungfrau ist immer dann besonders gut, wenn sie sozusagen ihren Wirkungsspielraum freiwillig begrenzt, um das, was im Fokus ist, total in Perfektion zu vertiefen. Also so wie der Löwe ein Generalist ist, ja, einer, der gerne einen Überblick hat, so ist die Jungfrau an sich eine Spezialistin. Also jemand, der gerne auf einem Thema sich total in die Tiefe bohrt. Also das ist von Forschung über alles, wo man ein feinmechanisches Geschick braucht, ja, bis hin zu allen Berufen, wo man in einem Bereich sehr, sehr viele Details überblicken muss. Jungfrau ist natürlich auch das Gesundheitszeichen, ja, also das heißt, das ganze Bereich Gesundheit vom Heilpraktiker bis hin zu den Krankenhäusern und so weiter hat sehr, sehr viel mit der Jungfrau zu tun. Auch die Wahrnehmung, die Sinnesorgane, ja, sind ganz stark mit der Jungfrau in Beziehung. Und in der Luftepoche sind wir natürlich von unserem Wahrnehmungsapparat permanent am obersten Limit. Ja, das ist ein permanenter Kampf des eigenen Reizfilters im Gehirn. Diese Wulst an Informationen zu selektieren, zu filtern und zum sinnvollen Ganzen zu machen. Ja. Und das ist sowohl die große Herausforderung als auch die große Stärke der Jungfrau gleichzeitig. Ja. Da eben den Fokus dann doch zu behalten und so das Mikroskop doch nicht gegen ein Teleskop zu tauschen, um wirklich dann in dem Bereich, wo die Jungfrau sich einlässt und festlegt, da dann halt wirklich in der Tiefe eine Spezialistin zu werden. Und natürlich alles, was das mit Datenverarbeitung, mit IT, mit solchen Dingen zusammenhängt, ist eine der Stärken der Jungfrau. Ja. Das ist die eine, und das andere ist eben diese Heilungskompetenz und die Gesundheitskompetenz. Und das sind ja auch Felder, die überhaupt nicht an Wichtigkeit verlieren, sondern die im Gegenteil sogar noch wichtiger werden, damit wir eben diesen Ausgleich auch haben zwischen dem Geistigen und dem Physischen. Also ich denke mal, auf allen Gebieten, auf denen Jungfraugeborene tätig sind, kommen sehr viele Aufgaben auf sie zu. Also ich glaube nicht, dass die sich über einen Mangel an Möglichkeiten beklagen können. Also dass Jungfraugeborene auch mit vorne sogar mit dabei. Auf alle Fälle, ja. Und im Bereich Gesundheit, gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast, also gerade der Bereich Achtsamkeit, ja, Wahrnehmung, wie schaffe ich es, mein Bewusstsein zu fokussieren, Meditation und so, das sind ja alles, also Bewusstseinstechniken, das ist ja alles das mit jeder Jungfrau. Einfach deshalb, weil die ja immer schon, ja, die waren ja auch schon in der Erdepoche immer am Limit und jetzt in der Luftepoche nochmal mehr. Aber das heißt natürlich, dass die Jungfrau ja da auch sehr viele Bewusstseinstechniken, Achtsamkeitstechniken auch entwickelt hat, die wir in der Luftepoche noch mal mehr brauchen werden. Genau, also alle Therapeuten, die haben natürlich auch schon nach unserem ersten Gespräch, haben sich viele Therapeuten gemeldet und gesagt, was, ich gebe Massagen, was heißt das denn jetzt? Wir gehen in die Luftepoche, brauchen wir jetzt keine Berührung mehr? Natürlich nicht. Natürlich brauchen wir mehr denn je dann auch Berührung. Wir brauchen Therapie, wir brauchen Physiotherapeuten, ne, das muss man ja verstehen, dass das sogar größere und wichtigere Felder werden. Aber auch hier gilt ja, genau wie du es auch beim Stier schon beschrieben hast, die Techniken der Verwaltung
ändern sich. Die Art und Weise, wie das ausgeführt wird, ändern sich. Die Arten und Weisen, wie wir, manche Sachen kann man jetzt heutzutage auch als Zoom-Meeting machen, viele Sachen aber auch nicht. Ne? Ein Therapeut, der mit Berührung arbeitet, wird auch weiterhin viel zu tun haben, wahrscheinlich sogar mehr denn je. Aber die Arten und Weisen, zum Beispiel sprachen wir da auch schon mal drüber, dass es sinnvoll sein kann, sich auf ein Online-Kalender-Appointment-System umzustellen, ne? Dass man das nicht mehr alles in ein Notizbuch kritzelt, sondern dass man das also vielleicht auch von mehreren Orten her Zugriff drauf hat und so. Solche Umstellungen sind natürlich auch für Therapeuten oder für Ehrzeichen nötig. Aber es heißt nicht, dass es für die nicht weiterhin viel zu tun gibt. Ja, es ist total ein wichtiger Punkt. Wir hatten es ja im April auch schon besprochen. Viele machen den Fehler zu glauben, jetzt wird alles Luft, jetzt wird alles digital und vergeistigt, jetzt muss ich auch irgendwie alles nur noch online machen. Aber gerade das ist ja eigentlich der große Startvorteil der physischen Berufe, ja, dass eben sowas wie eine Körpertherapie, eine Massage, aber jetzt auch eine psychologische Betreuung, dass das natürlich auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte kein Computer ersetzen können wird. Ganz genau. Und es wird mehr gebraucht werden denn je, weil die Leute eben wirklich teilweise Halt brauchen, weil sie jetzt in diesem Aufbruch Hilfe brauchen. Und ne, also ich denke, Therapeuten werden gefragter sein als je zuvor. Ja, auf alle Fälle. Und aber natürlich das andere Paradetätigkeitsfeld der Jungfrauen, also Buchhaltung, Kostenrechnung, Controlling, also da wird halt nimmer viel zu tun sein. Jetzt schon seit längerem nicht mehr. Das hat ja rein soziale Gründe gehabt, dass die halt dann doch noch ihren Job behalten hatten. Aber klar, jetzt nach der Corona-Krise durch den enormen Kostendruck, ja, den jetzt sowohl die öffentlichen Träger als auch die Firmen sehen werden, da wird sich keiner mehr leisten können, irgendwie Menschen dafür zu bezahlen, dass sie irgendwie manuell Buchungen machen, die der Computer viel schneller kann. Ja, also da wirklich für den Jungfrauen, das wird die Herausforderung sein. Viele haben nämlich aus dem jungfräulichen Sicherheitsbedürfnis ja dann doch aus der Vernunft heraus solche Berufe gewählt, mal vor 20, 30 Jahren vielleicht. Ja. Also da natürlich, das wird eine große Umstellung werden. Das wird die Hauptherausforderung für viele Jungfrauen werden. Überlegt euch da echt, wie könnt ihr euren Hang zum Perfektionismus, zum Detail, eure wirklich feingranulare Wahrnehmung künftig dann doch irgendwie anders, zeitgemäßer für die Menschen einsetzen in eurer Berufung, als eben über solche Standardtätigkeiten, die der Computer eh schon lang viel besser kann. Ja, das war nochmal ein sehr wichtiger Gedanke und ich werde auch auf jeden Fall unter das Video schreiben, dass sich bitte alle alles angucken, weil das eben ganzheitlich ist, wie wir das hier besprechen. Genau, ja, also da sieht man das eh schon ein bisschen. Jeder hat im Horoskop irgendwo einen Bereich, wo die Jungfrau stattfindet. Ne? Jeder hat alle Zeichen im Horoskop, selbst wenn sie nicht mit Planeten besetzt sind, fallen doch Häuserspitzen in den Bereich. Also deswegen, Leute, ihr müsst euch unbedingt das gesamte Video angucken, könnt ihr ja auch in mehreren Teilen machen, denn sonst würdet ihr was verpassen. Gut, wir würden dann jetzt weitermachen und kommen zum Sternzeichen Waage. Ja, es geht der dritte Quadrant los, der Quadrant des Geistes, also so wie der Widder das Ich war, das Ich, das mal in die Welt rausstürmt, so sind wir in der Waage plötzlich im Du. Ja, also das heißt, die Jungfrau, die davor noch probiert hat, diese Umweltbedingungen mit dem Bewusstsein sozusagen in allen Facetten zu analysieren, die steht jetzt plötzlich draußen in der Begegnung mit dem anderen. Ja, also das heißt, dieses permanent im Kopf analysieren, es ist plötzlich weg und in der Waage steht dann plötzlich der andere im Fokus des Bewusstseins. Das ist sozusagen der Schritt nach außen. Da sind wir zum ersten Mal eben nicht mehr im eigenen Subjekt, jetzt sind wir plötzlich bei den anderen in der Außenwelt. Ja, und in der Waage, da geht es halt darum, der Austausch mit den anderen, der unverbindliche noch. Ja, das heißt, das Gedankenping-Pong hin und her, alles, was natürlich auch im Sozialen jetzt so die Gebräuchlichkeiten sind, so die Etikette, ja, auch jetzt alle Kulturtechniken, Sprache allein schon, ja. Also bis zur Jungfrau hat sich jetzt nie eine Sprache entwickelt, weil es ja noch keine Notwendigkeit gibt, sich mit anderen auszutauschen. In der Waage plötzlich, da steht das Du da und aus dem Austausch mit dem Du ergeben sich eben so Kulturtechniken wie Sprache und auch Konventionen, ja, so wie man sich im sozialen Kontext verhält,
wie man sich austauscht, wie man sich benimmt. Ja, also eine Doppelwaage war zum Beispiel der Freier von Knigge, den wir auch immer als dieses Paradebeispiel im Wirtschaftsastrologie-Seminar haben. Ja, der hat im Grunde die Benimmregeln aufgestellt, wie man sich im sozialen Kontext verhalten sollte. Weil der Waage ist es halt irrsinnig wichtig, dass es da geschmeidig zur Sache geht, dass es auch harmonisch ist. Also dass so ein harmonisches Gesamtgefüge aus den einzelnen Menschen entsteht. Ja, deshalb eben auch der künstlerische Anspruch, deshalb eben auch dann aber alles, was mit Strategie, mit Verhandeln, vielleicht auch mit Verkauf zu tun hat. Ja, also das ist die Waage. Das heißt, die Waage sorgt dafür, im Rahmen der Luft, dass wir als Menschen uns überhaupt Lust drauf bekommen, uns miteinander auszutauschen. Das macht die Waage. Ja, und das ist die Aufgabe. Also in die Tiefe zu gehen, das macht danach der Skorpion, aber schon mal diese Initiation, ja, insofern ja auch Waage als das kardinale Luftzeichen, das haben wir halt in diesem Zeichen hier aufbewahrt. Und in der Luftepoche, ja, da geht es halt darum, die Menschen miteinander zu verbinden, aber halt vor allem unter diesem sozialen Kontext. Ja, unter dem sozialen Kontext und auch so ein bisschen unter dem Kontext der Ausgewogenheit und dem Kontext der Gerechtigkeit. Ja, also niemand zu wenig, niemand zu viel. So, das ist immer so das Motto der Waage, wegen dem sie ja auch gerne dann oft exzessiv herumpendelt zwischen den Extremen, um diesen Ausgleich erst zu schaffen. Ja, also nur die ganz, ganz hochkultivierten Waagen, das ist so diese buddhahafte Ausgeglichenheit. Die meisten Waagen, die sind natürlich Zeit ihres Lebens auf der Suche nach dem Ausgleich und sind dann schon ganz stark am Hin- und Herpendeln. Und das ist dann auch schon die Herausforderung in der Luftepoche, ja, da dann eben nicht zu sehr zwischen den Extremen dann hin und her zu hoppeln, sondern da halt doch eben so dieses, wie der Thermostat, so diesen, ja, diesen wohltemperierten Ausgleich zu schaffen. Das ist ein interessanter Gedanke, die Waage als Thermostat in der Luftepoche. Kann man vielleicht sagen, dass es eine Aufgabe für die Waage ist, für eine neue digitale Etikette zu sorgen? Also ich fand das, deine Gedanken jetzt eben sehr interessant. Übrigens, ne, für euch, das war jetzt eigentlich schon eine kleine Einführung, kleiner Astrologiekurs zum Zeichen Waage, ne, tief philosophisch, Klammer zu. Dass vielleicht die Aufgabe der Waagen sein wird, eben auch eine neue digitale Kultur mit zu entwickeln. Denn das ist ja, wir sind zwar schon dabei, aber vieles läuft ja, vor allen Dingen jetzt auch, wenn man bedenkt, wie die Leute sich im Netz benehmen und beschimpfen und was weiß ich, da gibt es eine ganze Menge Handlungsbedarf. Also von daher würde ich vielleicht auch die Waage neben dem Krebs in der kosmischen Ethikkommission fürs Luftzeitalter sehen, sollte vielleicht auch jedes Zeichen vertreten sein. Aber die Waage würde eben darüber sprechen, wir müssen neue Umgangsformen erlernen, wir müssen wieder zu einer Kultur finden, wo wir respektvoll miteinander umgehen. Waagen gelten ja auch als das Zeichen der Diplomatie. Und das hat ja auch seinen Sinn, dass man nach bestimmten diplomatischen Regeln miteinander umgeht, weil man eben verschiedene Kulturen ist und gucken muss, dass man sich da nicht auf die Füße tritt. Und je mehr wir uns vernetzen, desto mehr unterschiedliche Ideen kommen, treffen da ja aufeinander. Und da, denke ich, werden die Waagen ziemlich viel zu tun haben. Ja, die hatten jetzt die letzten, allein durch den Saturn- und Pluto-Zyklus seit den frühen 80er Jahren, hatten die ja schon sehr viel zu tun in der, sagen wir so, in der Pionierphase des digitalen Zeitalters. Ja. Also sowohl von den grafischen Benutzeroberflächen, ja, dass wir heute nicht mehr da so einen Code eintippen, sondern alles schön über Icons und so weiter, Benutzerführung, das ist ja alles Ergonomie bei Produkten, das ist ja alles vage Thematik, bis hin, wie du sagst eben schön, zu den Verhaltens, zu den geschriebenen und ungeschriebenen Verhaltensregeln. Ja. Also als digitales Wesen haben wir natürlich ganz einen anderen sozialen Umgang. Und sobald sich dann eben diese Basis ändert, ist die Waage immer die allererste, die da federführend dann auch diese neuen geschriebenen und ungeschriebenen Umgangsregeln dann auch ein Stück weit forciert und auch festlegt. Ja, ja, genau. Also da würde ich eine ganz wichtige Aufgabe sehen, denn da mangelt es total zurzeit. Und das macht ja jetzt absolut Sinn. Und die Schwierigkeiten der Waage könnte eben sein, dass sie nicht zu einer Entscheidung findet zwischen den Extremen. Was meinst du damit? Dass die Waage versucht, jeden zu verstehen?
Ja, eine Waage im jugendlichen Zustand, die pendelt ja gern zwischen den Extremen. Die ist alles andere als ausgeglichen. Die hört heute irgendwas und eine Stunde später das Gegenteil davon. Und dann ist sie sofort schon wieder hin und her gehoppelt. Und eine Stunde später dann beim dritten und beim vierten und versteht alles irgendwie und möchte alles irgendwie natürlich in ein Gesamtarrangement bringen. Aber schafft es dann vielleicht nicht, wenn es einfach zu schnell dann geht, ja. Und dann ist es dann halt oft dann auch eine starke Unausgeglichenheit. Ja. Okay, und das andere ist, dass die Waage mithelfen soll, neue Strategien zu entwickeln, oder? Für die Zukunft. Also Strategien, wie das menschliche Miteinander funktionieren könnte. Ja, also das ist natürlich, also welche neuen Kulturtechniken und Konventionen brauchen wir als Gesellschaft, um auch im digitalen Zeitalter ein harmonisches Miteinander zu haben. Ja, das ist eine Riesenaufgabe und da hängt die Waage drin und das ist aber auch was ihr liegt und wo das Luftelement ihr ja auch entgegenkommt. Ja, sehr schön. Super. Und was natürlich eine Stärke der Waage ist, generell der Luftzeichen, in der Erdepoche, da hatten wir noch im Grunde, da waren die Dinge festgelegt, was richtig und was falsch ist. Also zum Beispiel über alles, was wir an den Universitäten und an den Schulen lernen, ja. Aber auch, was jetzt so die sozialen Normen und Konventionen waren. In der Luftepoche, da wird die Widersprüchlichkeit, das wird uns tagtäglich begleiten, ja. Dass es einfach verschiedenste Weltenblasen gibt, Vorstellungsblasen, Denkblasen, die gar nicht irgendwie miteinander kompatibel sein müssen und trotzdem sind die alle gleichberechtigt nebeneinander. Und da hat natürlich die Waage eine riesen Stärke drin, eben auch zwischen den verschiedensten Denksystemen zu lavieren und die halt alle irgendwie gleichermaßen dann einzubauen in das harmonische Gesamtgefüge, ohne zu werten. Ja, das Werten macht ja danach der Skorpion. Die Waage lässt ja noch auf sich zukommen. Genau, würden wir dann auch gleich an dieser Stelle beim Skorpion einsteigen? Ja, der Skorpion, also der hat natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Also Stier und Skorpion, die sind ja in einem Quadrat zum Jupiter, Saturn im Wassermann. Also die müssen natürlich am meisten aus ihrer Fixierung rauskommen. Ja? Und so wie der Stier ja sich körperlich fixiert, materiell fixiert, so fixiert sich das Skorpion geistig. Ja? Das ist immer, der will die große Welt, will der in seiner Vorstellung festhalten. Aber doch auch emotional als Wasserzeichen. Ich dachte, der Skorpion fixiert sich emotional und der Wassermann fixiert sich geistig. Der Wassermann ist doch fixe Luft. Ja, also wenn man nach den Elementen nimmt, das ist natürlich immer so eine Hybridform, aber der Skorpion ist natürlich das Zentrum des Geistesquadranten, also da, wo der Geist sich fixiert. Und es hat natürlich dann eine gewisse Verbindung zu den Emotionen. Das reicht ja dann immer die Staffel entsprechend weiter. Aber da geht es eigentlich um das sich Binden an Vorstellungsbilder. Ja. Und eben nicht nur für sich selbst, sondern für alle. Skorpion ist ja gern allgemein verbindlich. Ja. Das heißt, der gibt sozusagen den Plan vor, den Masterplan. Und da sollen aber alle dann ihre Rolle drin spielen können. Und jetzt plötzlich in der Luftepoche gibt es eben nicht nur einen Masterplan, da gibt es plötzlich unendlich viele und die ändern sich ja noch permanent. Mhm. Also eine komplette Herausforderung für den Skorpion. Ja. Auf der anderen Seite halt eine Riesenchance, da drin so seine Denkmodelle, aber auch seine Geschäftsmodelle dann entsprechend so zu bauen, dass die halt in der Luftepoche dann doch eine geistige Stabilität da reinbringen. Und dafür muss er aber eben sich von seiner Vorstellungsfixiertheit lösen. Er muss bereit sein zu sagen, die Dinge laufen offenbar doch anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ja, das Skorpion, der ist ja immer in der Vorstellung. Das heißt, der tauscht halt dann einen Vorstellungshelm gegen den anderen, gegen den neuen Vorstellungshelm. Also der alte Vorstellungshelm der Erdepoche mit allem, was das Skorpion da so gelernt hat, was man macht, um erfolgreich zu sein zum Beispiel oder was gut und schlecht ist, der wird jetzt halt ausgetauscht gegen den neuen Vorstellungshelm der Luftepoche und dann geht es aber wieder darum, darin eine neue Systematik aufzubauen. Ja. Ich traue den Skorpion aber auch zu, wenn sie das durchschaut haben, wie das eben läuft, dass sie dann eben auch in der Lage sind, da durchaus gestaltend mitzuwirken, weil sie auch in der Lage sind, geistige Strukturen zu errichten und die brauchen wir ja. Ja, eben, so wie der Stier ja uns die körperlichen Anker setzt, die physisch-materiellen Anker, so setzt uns der Skorpion die geistigen Anker drinnen.
Ja, also das, was wir an Wertesystemen in uns tragen, in unserer Vorstellung, da setzt er natürlich dann wieder neue Anker rein. Aber, und das ist aber halt, warum der halt eine große Anspannung hat, weil in dem total beweglichen Luftelement, da ist es natürlich viel, viel schwerer, solche Anker zu setzen als in der Erdepoche. Aber natürlich insofern umso wichtiger diese Aufgabe und umso mehr, was dabei rauskommt, wenn es das Scorpion richtig macht. Genau, ja, das glaube ich eben auch. Das nächste Spiel in der Astrologie, also wenn die Rahmenbedingungen jetzt durch die Luftepoche für Feuer und Luftzeichen natürlich ein gewisser Rückenwind sind, aber wenn man bei dem Rückenwind kein Segel setzt, weil man sich denkt, das Boot fließt auch so jetzt dem Wind entlang, dann kommt natürlich weitaus weniger dabei raus, als einer, der halt sein Boot umbauen muss und dann aber erst recht diesen Wind nutzen kann. Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Das ist ein dynamisches System. Ja, das ist ein gutes Bild. Und mich beschäftigt natürlich auch, dass bestimmte Dinge, für die der Skorpion zuständig ist, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder was Ray immer betont, reparieren. Dinge wieder heil machen, wieder zusammenbauen, wieder herstellen oder auch Krisen managen. Das ist ja was, wo der Bedarf nicht nachlassen wird. Natürlich werden die Krisen andere sein. Und es wird auch erstmal, glaube ich, schwer werden, Modelle der Nachhaltigkeit durchzusetzen. Das erleben wir ja jetzt schon, dass technischen Teile so gebaut sind, dass sie auseinanderfallen und lassen sich nicht reparieren. Aber ich glaube, dass da sogar ein Riesenbedarf herrscht, weil wenn jetzt der Skorpion, oder sagen wir die Skorpion-Energie, es schafft, da dem etwas entgegenzusetzen, was flexibel ist, aber nachhaltig, dann wäre das natürlich eine Riesennummer. Und sowas brauchen wir ja unbedingt in den nächsten Jahrzehnten. Und da sehe ich eben auch große Aufgaben für Skorpiongeborene, beziehungsweise eben die Fähigkeiten der Skorpionenergie. Ja, auf alle Fälle. Also Skorpion ist ja auch, das ist ja auch so, die Genetik unserer Art ist im Skorpion abgespeichert, ja. Das heißt auch so, der Überlebensdrang der Menschheit, der liegt auch federführend im Skorpion drin. Das heißt auch manchmal die Notwendigkeit, die eigenen spontanen, momentanen Bedürfnisse zurückzustellen für langfristige Ziele. Das ist ja, was der Skorpion exzellent beherrscht. Und ja, also gerade in der Luftepoche, wenn man jetzt auch noch schaut mit Klimawandel und so weiter, ohne dem werden wir es nicht schaffen. Ja? Ja. Also da ist ja das Skorpion federführend mit dabei, wie du schön gesagt hast jetzt. Und natürlich fällt mir zum Thema Skorpion auch das Thema Erotik ein. Das wird ja auch beim Skorpion verortet, natürlich auch beim Löwen, fünftes Haus. Ne? Erotik im Sinne von spielerische Freude, achtes Haus, Skorpion, Erotik im Sinne von dient der Fortpflanzung und ist deswegen besonders spannend. Ich denke auch, dass die Skorpionenergie uns auch daran erinnert, dass es eben auch unsere erotischen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen in einer Welt, die vielleicht sehr verkopft ist teilweise. Ja, wobei, also die beiden, der Löwe und der Skorpion, die spiegeln sich ja mit 0 Grad Waage. Das heißt, der Löwe ist die Sexualität im Sinne des spontanen Spieltriebs. Genau. Und der Skorpion, der möchte eher sich über die Vorstellung da befruchten lassen. Das heißt, alles, was man jetzt bei Beate Use finden kann, die war ja auch eine Skorpionin, also sprich von verschiedensten Verkleidungen, Sexspielzeug und so weiter, also wo eigentlich die Sexualität über die Vorstellung läuft. Ja, das heißt, es ist eigentlich so der Unterschied zwischen den beiden. Und ja, klar, also da wird natürlich das Skorpion im digitalen Zeitalter natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten sich auftun. Und was die natürlich als große Stärke haben, das ist da drin dann so Geschäftsmodelle, wie gesagt, zu entwickeln, wo die Menschen sich ja wirklich dran fixieren. Ja, also siehe zum Beispiel Mark Zuckerberg, der hat ja diese Achse Stier-Skorpion ganz fett besetzt. Und was der halt kann, das ist wie so eine Venus-Fliegenfalle halt, die Dinge anzuziehen. Und man will dann vielleicht gar nicht jede Stunde auf Facebook, aber man schafft es gar nicht mehr anders. Ja. Genau, und das andere, was typisch für Stier und Skorpion, was auch total typisch für die Achse ist, ist, wie er sich alles einverleibt. Ne? Instagram und einfach so, was da ist irgendwas Neues, was ist erfolgreich, her damit. Das wird uns hier sofort einverleibt. Anderes tolles Beispiel natürlich für einen Skorpion, der die ganze Welt sich einverleibt hat, ist Bill Gates mit Microsoft Windows. Gibt wohl ganz wenige Menschen, die Welt so beeinflusst haben. Interessant, oder? Dass die mit einflussreichsten Menschen, die unser Computerzeitalter beeinflusst haben, Bill Gates und Steve Jobs, aus den Wasserzeichen kommen, nämlich Skorpion und Fische. Deswegen, ja, genau. Wasserzeichen sollten nicht etwa denken, sie wären nicht gemacht für ein digitales Zeitalter. Also das wäre ganz verkehrt. Ja,
Ja, die schaffen es ja eben, dann doch die Emotion, das Gefühl da reinzubringen. Das hat man beim Käse schon besprochen. Also das eine, es ist die kalte, funktionale Technik, die wird aber keine Menschen jetzt irgendwie emotional anlocken und binden. Ja? Bei Bill Gates, da war das ja das Neue, dass man im Grunde plötzlich mit diesen schönen Oberflächen dann auch irgendwie emotionalen Bezug bekommen hat und als Mensch dann halt auch in den Computer gegangen ist und nicht nur, um irgendwelche Funktionen zu erfüllen. Und bei Steve Jobs, also mit seinen 6 Grad Fische, noch mal mehr natürlich. Ja, der hat dann noch mehr, also die Traumwelten sozusagen in uns da erweckt damit. Ja. Genau, aber bevor wir jetzt abschweifen, schreiten wir weiter fort im Tierkreis und kommen. Ja, es hat uns das Skorpion fast zu sehr an sich gebunden, wie das ja so sein Naturell ist. Gell? Wie meinst du das jetzt in Bezug auf Bill Gates? Ja, Entschuldigung, ich war schon ein. Das ist ja wie so ein Magnet, der einen ansaugt. Das heißt, man kommt da schwerer von ihm weg als bei den Zwillingen zum Beispiel. Das ist wohl wahr. Wenn schon nach einer Minute weiter gewesen wäre. Ja, ich war nämlich jetzt schon gedanklich beim Schritt weiter im Tierkreis, nämlich als nächstes schauen wir uns die Energie des Schützen an. Ja, und der Schütze, der ist eben auch immer einen Schritt weiter, so wie wir das jetzt auch schön hier haben. Also da, wo das Skorpion sich bindet, da sagt der Schütze, nee, jetzt geh mal raus aus dieser Vorstellung. Jetzt möchte ich mal wissen, was denn eigentlich andere Menschen denken. Was gibt es denn da draußen hinterm Horizont noch für andere Weltanschauungen, für Philosophien, für Sinngefüge? Und das möchte der Schütze alles kennenlernen. Ja, darum geht er auch gerne in die Ferne und in die Weite und in die anderen Kulturen und weiß er gern über verschiedene Religionen, Philosophien und so weiter Bescheid. Und beim Schützen, der sorgt dafür, da ist die Aufgabe in der Luft gebrochen, dass wir auch unseren Lebenssinn darin verfolgen und finden können. Ja, also dass wir trotz diesem massiv veränderten Lebenswelt, in der wir dann die nächsten Jahrzehnte immer mehr dann reinwachsen, eine Luftepoche, dass wir da halt dann eben dann trotzdem unseren Sinn finden, ja, und unsere ideelle Erfüllung und da auch unsere Ziele haben und unseren, ja, auch unseren Optimismus dabei behalten, ja, also sprich den positiven Zukunftsblick. Das ist, was der Schütze da halt ganz exzellent reinbringt. Der Schütze gilt ja auch als Visionär. Und der müsste eben dann auch in der kosmischen Ethikkommission gefragt werden nach Visionen, die über das rein Technische und über das rein Digitale hinausgehen, ne, wie du ja auch sagst, die eben da sinnstiftend wirken. Ja, Entschuldigung. Ja, den Schützen muss man zum Glück ja gar nicht fragen, weil der ja auch gern ungefragt seine Meinung äußert. Der ist da so und so dabei. Ja, der wird es mit seiner Meinung nicht hinterm Berg halten. Und also mir fällt da jetzt gerade ein, Paradeschütze, also damit ihr euch das alles konkret vorstellen könnt. Ja, also Richard David Brecht ist ja auch ein Schütze und das ist ja de facto eigentlich so der Weltbildbegleiter der Digitalisierung. Ja, also da sieht man eh schon, wie diese typische Rolle des Schützen ist. Ja. Perfektes Beispiel, perfekt, genau, sehr gut. Genau, was ist denn dann die Herausforderung für den Schützen? Ja, der Schütze, der bleibt halt oft auch gern abstrakt. Ja, und er ist halt oft gern einfach auch in der positiven Zukunft und sieht dabei vielleicht manchmal zu wenig die Probleme der Gegenwart und die Probleme im Detail. Ist ja auch so der Grundkonflikt zwischen Schütze und Jungfrau. Ja, für die Jungfrau ist der Schütze der große Dampfplauderer, der irgendwie seine großen Visionen hat, aber überhaupt nicht sieht, was es alles für Probleme in der Umsetzung gibt. Ja, umgekehrt natürlich ist die Jungfrau für den Schützen so die kleine Erbsenzählerin, die irgendwie einfach nicht schafft, die Dinge aus der Vogelperspektive zu sehen. Ja, das ist dann natürlich eine Herausforderung in der Luftepoche, dann also den Optimismus, der ja ganz wichtig ist beim Schützen, den auch ein Stück weit auf realistische Beine zu stellen. Ja, und auch den Realitätscheck immer wieder zu machen, um dann nicht dann irgendwo sich dann hin zu verlaufen. Ja, Schütze ist auch der Waldläufer, aber er verläuft sich halt auch manchmal. Ja, für Schützen ist, glaube ich, auch der Teamgedanke sehr wichtig, denn für Schützen ist es sehr gut, wenn sie in einem Team sind, wo bestimmte Erdzeichen dann dafür sorgen, dass die Ideen auch umgesetzt werden und wo sie dann diejenigen sein dürfen, die so ein bisschen die Visionen geben. Übrigens sind Schützen ja auch super Regierungs- oder Pressesprecher, die dann sozusagen die Ideen,
die guten Ideen nach außen tragen, die die Leute für etwas begeistern. Also insofern gibt es für den Schützen bestimmt auch viel damit zu tun, neue Systeme einfach vorzustellen und die Menschen für etwas zu begeistern, wenn sie noch skeptisch sind. Da haben die Schützen auch eine große Aufgabe. Und es ist aber wirklich immer gut, wenn sie ein Backup dabei haben von Leuten, die sich mehr um die Umsetzung kümmern. Und wenn dann das Team ausgewogen ist, dann ist das natürlich perfekt, wenn da auch wirklich jeder sagt, okay, das mache ich dann auch. Manchmal sind die Erdzeichen ja so ein bisschen sauer, dass die Schützen einfach ihre Ideen in den Raum stellen und sie sollen sich dann an die Arbeit machen. Aber wenn das passt, dann kann das sehr, sehr gut und sehr effektiv sein. Ja, genau. Da sieht man so ein bisschen Ähnlichkeit zum Widder, wie man es zu Beginn besprochen hat. Das sind ja beides Feuerzeichen. Ja. Dadurch diese Ähnlichkeit hier in dem Sinn, wie du es gerade schön beschrieben hast. Genau, und der Schütze darf sich aber eben auch nicht in Theorien versteigen, die einfach nicht umsetzbar sind oder die. Und man muss natürlich auch sagen, dass manche Schützen dann auch einem den Weg zeigen, obwohl sie den selber gar nicht kennen. Und dann kann es auch schon mal dazu führen, ne, dass man dann dem großen Abenteuer so, hierher komm, ich habe hier was gefunden. Und das ist dann, erweist sich dann aber leider irgendwie als Irrweg. Auch das könnte eine Herausforderung sein. Der Schütze muss schon auch gucken, wohin er die Leute lockt. Eben, genau, also der Realitätscheck, das ist es um und auf beim Schützen, um dann wirklich substanziell in der Luftepoche navigieren zu können. Genau, ja, und wo wir schon von Realität sprechen, ist das nächste Zeichen nicht fern, der Realist des Tierkreises, der Steinbock. Ja, genau, der macht ja dann den Realitätscheck unweigerlich, also alles, was der Schütze versäumt hat, da spätestens am Steinbock prallt es dann ab. Ja, weil der Steinbock sagt natürlich, okay, es muss ja doch Substanz haben, es muss eine Grundordnung haben und es muss auch eine Grundstruktur drin gegeben sein. Und wir haben es jetzt schon gesehen, also jetzt Jupiter, Saturn, die jetzt die Konjunktion auf dem ersten Grad des Wassermanns bilden, die waren jetzt ja die letzten ein, zwei Jahre, ja, waren die beiden ja im Steinbock. Das heißt, die haben dort schon mal das Strukturgitter gelegt. Also das heißt, der Steinbock bildet die Substanz, bildet die Basis, auf der die Luftepoche überhaupt erst dann sozusagen ins Fliegen gehen kann. Ja, das heißt nämlich, ohne dass jetzt zum Beispiel davor halt die ganze digitale Infrastruktur physisch, ja, Steinbock ist auch ein Erdelement, ausgebreitet worden wäre, gäbe es natürlich auch jetzt kein Internet. Das ist mal ein ganz banales Beispiel. Ja. Also heißt, der Wassermann kann nur so weit visionär in die Zukunft laufen, wie der Steinbock tragfähig ist. Ja. Und du hattest ja auch schon manchmal erwähnt, Steinbock, Wassermann sind ja auch Zwillings, also sind ja auch Gebrüder. Die sind ja klassischerweise beide dem Saturn unterstellt. Ja. Das heißt, es ist die Sphäre, die im Grunde die Gesellschaft zusammenhält und weiterentwickelt. Ja. Wobei der Steinbock vor allem für den Zusammenhalt steht und der Wassermann vor allem fürs Weiterentwickeln. Aber es ist ja ineinander verschränkt. Wie beim Wissenschaftler. Ja, das ist so ein Paradebeispiel. Ein Wissenschaftler, Wissenschaft ist immer der Saturn. Ja, und zuerst muss man natürlich mal viele Jahre ganz viel lernen, erforschen, wirklich fleißig und arbeitsam sich die Dinge ergründen, damit der Wassermann dann überhaupt erst was erfinden kann. Ja, weil sonst ist der Wassermann ja nur der Narr, der irgendwie alles anders macht, aber nicht wirklich was substanziell Neues zur Welt beiträgt. Ja. Das heißt, Innovation und Tradition sind ja immer total ineinander verschränkt. Und das ist halt, was der Steinbock und der Wassermann, was die beiden hier bilden. Und man kann sagen, so der Steinbock bildet die Grundstruktur, bildet ein Stück weit auch die Machtsysteme, die der Luftepoche ihre Form geben. Aber ist denn der Steinbock nicht auch ein bisschen der Vertreter der zu Ende gehenden Erdepoche? Muss der denn da nicht auch sich ändern und da neue Wege gehen? Ja, klar. Also da geht es natürlich dann darum, diese Struktur auch ein Stück weit fluide zu halten und beweglich zu halten. Und da hat ja der Steinbock, ist ja kardinale Erde. Ja, es ist auch nicht so festgefahren wie der Stier jetzt. Da hat der Steinbock ja immer ein extrem gutes Gespür, wann Veränderungen mehrheitsfähig sind. Ja, und das ist ja auch weiterhin das Korrektiv des Steinbocks. Also der Steinbock ist nie der als allererster mit einer neuen Idee voranläuft, aber er ist der Erste, der, wenn er sieht, okay, es ist langsam mehrheitsfähig, der das auch wirklich als stabile Säule sozusagen in die breite Masse, in den Mainstream auch reinträgt und dort dafür sorgt, dass es bestimmend wird. Ja, und das wird auch in der Luftepoche
vom Steinbock, die eine der wichtigsten Aufgaben sein. Ja, also da geht es ganz praktisch auch um alles, wie es, was für Gesetze, Normen und Regelungen wir in der neuen Luftepoche finden. Ja. Und das ist eine permanente Herausforderung. Man sieht es jetzt gerade auch wieder, was ist da mit dem Urheberrecht und mit dem Digitalisierungsgesetzen und so weiter, jetzt da gerade wieder aktuell vor sich geht. Ja. Da hinkt natürlich der Steinbock immer ein bisschen den Entwicklungen hinterher. Aber er macht es halt auch immer noch im kultivierten Zustand genau zur richtigen Zeit, wo es dann halt auch schon eine tragfähige Mehrheit findet. Also steht der Steinbock insgesamt recht gut da. Welches sind denn die Herausforderungen oder was ist die Problematik im Steinbock? Ja, also die Steinbock muss natürlich hier auch immer dann beweglich bleiben, flexibel bleiben, also in der Erdepoche, da sagen wir mal so, da musste man die Gesetze ja nur alle paar Jahre, Jahrzehnte mal wieder ein bisschen ändern. In der Luftepoche, da wird es die Herausforderung, wie schafft man es denn, eine fluide Regelung zu finden? Ja, weil jetzt immer, wenn sich die Welt wieder grundlegend verändert hat, die Gesetze zu verändern, da wird man dann irgendwann komplett ins Chaos kommen, weil es wird in der Luftepoche einfach nicht mehr so wirklich haltbar sein. Ja, das heißt, es geht eigentlich darum, eine fluide Grundstruktur zu bringen, die dann auch auf die verschiedenen Veränderungen in der Welt flexibel reagieren kann. Also Beispiel ist ja auch das Horoskop von Bitcoin. Bitcoin hat der Steinbock, Wassermann, Fisch ja alles komplett voll, ja. Aber dass der Bitcoin so flexibel auf die verschiedensten Veränderungen am Markt reagieren kann, das liegt halt an seinem Quellcode. Ja? Und der Quellcode ist halt der Steinbock. Ah, das ist ja ein interessanter Gedanke. Da wirst du jetzt wahrscheinlich sofort wieder jede Menge Fragen kriegen, ob du mal bitte ein Video über das Horoskop des Bitcoins machen könntest. Das ist ja unglaublich spannend. Also der Bitcoin ist Steinbock, hat aber Wassermann und Fische und ist von daher flexibel. Genau, ist der vierte Quadrant, also der vierte Quadrant Steinbock, Wassermann, Fische, das ist ja der überpersönliche Quadrant. Also ich nenne es immer der Weltenquadrant, weil das ist alles, was uns als großes Ganzes sozusagen einschließt und wo wir ein Teil davon sind. Das wir als einzelne Individuen aber nimmer wirklich beeinflussen können, ja. Da kann jeder ist dann so gesehen wirklich der Bitcoin eine Währung der Zukunft, weil der hat jetzt die Zeichen, die jetzt anstehen. Wassermann, Fische, die werden demnächst ja alle betont sein. Genau, also Daten sind das neue Gold. Das ist ja der Leitspruch der Luftepoche. Ja, und das kann man wirklich wörtlich nehmen. Am ersten Lockdown, da ist wirklich physisch das Gold hochgegangen und die Kryptowährungen sind mit dem Aktienmarkt synchron eingebrochen und jetzt beim zweiten Lockdown, Gold, das dümpelt eher so in einer Abwärtsbewegung und der Bitcoin und die Kryptowährungen gehen gerade durch die Decke, das wird weitergehen. Das ist natürlich die große Basis, also Blockchain-Technologie ist natürlich eine der großen Basistechnologien der Luftepoche. Ja. Und das geht weit über diese Spekulative hinaus oder auch über das Motiv des Wertspeichers, wie wir es ja bei Bitcoin aktuell haben, durch die Limitierung. Da geht es ja um alles, was unser soziales Leben dezentral koordinieren kann. Ja? Also bei Ethereum, das ist ja die zweite große Kryptowährung, da sieht man das ja nochmal deutlich besser. Ja? Da ist ja ein ganzes Universum drumherum gebaut von sozialen Funktionen, was die Ethereum-Welt bieten kann. Ja? Wow, danke für diesen spannenden kurzen Exkurs zu den Kryptowährungen. Nochmal kurz zurück zum Steinbock. Ich bin ja selber Steinbock und ich ertappe mich zum Beispiel dabei, dass es mich wahnsinnig macht, dass beispielsweise bei jedem Update vom iPhone, beim iOS wieder alles Mögliche geändert wird. Zum Beispiel plötzlich sehen die Symbole alle anders aus. Und ich sage mir dann, Leute, muss das sein? Ich habe mich jetzt gerade daran gewöhnt, mein iPhone so zu bedienen, wie wenn man ein Instrument spielt. Und jetzt muss ich mich da wieder völlig neu dran gewöhnen. Man wechselt ja auch beim Klavier nicht andauernd die Tasten. Die bleiben, wie sie sind. Und das hat auch seinen Sinn. Da könnte ich mir vorstellen, dass da der Steinbock teilweise an seine Grenzen gerät. Ja, vielleicht aber auch die Aufgabe hat, den Leuten sagen, Digitales ist ja gut und schön, aber ihr müsst auch gucken, dass die Leute bestimmte Guidelines, bestimmte Führungslinien haben, an denen sie sich weiter entlanghangeln können. Ich halte das für Quatsch, dass die Entwickler meinen, das müsste ständig geändert werden, dass sie eben damit die Leute auch nicht überfordern. Und da muss der Steinbock dann in die kosmische Ethikkommission und denen von der Luftepoche sagen, wie sie das handhaben sollen.
Auf alle Fälle, ja. Also das ist ja auch das Regulativ des Steinbocks, dann eine Stabilität auch reinzubringen. Und egal wie schnell der Fortschritt und die Veränderungen sind, dann halt doch diese gewissen Grundsäulen, die auch in der Luftepoche längerfristig verlässlich sein müssen, die zu bewahren und die auszubauen. Genau. Damit hätten wir den Steinbock jetzt soweit und jetzt kommen wir sozusagen zur Königsklasse des Luftzeitalters, zum Wassermann, der natürlich jetzt auch wahnsinnig betont ist, weil dieses Luftzeitalter sozusagen im Wassermann beginnt und er dieses Zeichen überhaupt so per se für den ganzen Fortschritt steht und für die ganzen Ideen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen. Also Stichwort Wassermann. Welche Chancen, welche Möglichkeiten hat er und wo ist aber auch die Krux? Ja, der Wassermann ist ja der Innovator des Tierkreises. Ja, steht ja klassischerweise für alles, was mit Erfindungen zu tun hat, aber auch mit Umstürzen, mit Revolutionen, ja, mit allem, wo sich die Dinge halt ändern und teilweise halt auch abrupt ändern. Und auch da, wo man bewusst einen Gegenpol bildet zu dem, wie man es bislang gemacht hat. Ja, und das ist ja auch, was wir jetzt 2021 ganz stark sehen werden. Ja, so wie wir 2020 mit der Steinbock-Dominanz ganz stark eigentlich ja, auf ein Thema sozusagen festgenagelt war und aufs Bewahren und ja, den Status quo bewahren, egal wie viel es kostet, egal wie viel wir Geld drucken müssen, egal wie viel da irgendwie Branchen und Berufe und Firmen in den Stillstand kommen. Der Wassermann sagt dann plötzlich, na, jetzt machen wir es halt ganz anders. Ja? Also so ein typisches Phänomen jetzt mit der Impfung. Ja, plötzlich kommt eine technologische Innovation, wo sich die Spielregeln grundlegend ändern. Ja, und wo man dann halt auch viele der alten Regelungen dann nicht mehr braucht, aber wo noch nicht so richtig auch klar ist, in welche Richtung wird sich das Neue stabilisieren. Also das ist natürlich oft auch wie zu Beginn jeder Revolution, kann das natürlich dann auch manchmal auch destruktive Züge annehmen. Ja, Ja. weil das Alte kaputt geschlagen wird, bevor das Neue überhaupt so zu 100% da ist. Ja, aber klar, das ist halt im Innovationsprozess, geht es halt nicht anders. Aber jetzt der Und Wassermann persönlich, so ganz auf der persönlichen Ebene, was muss der jetzt machen? Was ist jetzt seine Aufgabe? Wassermann ist ja die fixe Luft. Ja. Ja? Das heißt, das ist von den Luftzeichen noch das Stabilste, um es jetzt mal ganz einfach zu formulieren. Und beim Wassermann geht es halt auch ganz stark um soziale Felder. Da geht es um die Gesinnungsgenossen, da geht es um die Leute, die eine ähnliche Weltsicht, eine ähnliche Weltanschauung haben, die vielleicht auch ein ähnliches Hobby, eine ähnliche Leidenschaft haben, ja, und wo man sich dadurch geistig verbunden fühlt. Und das ist natürlich in der Luftepoche, ist der Kitt, der uns da zusammenhalten wird. Ja, also klar, da wird natürlich die Welt nicht mehr jetzt so durch das eine große Ding dann geordnet, wie das halt noch so in den 80er Jahren übers staatliche Fernsehen der Fall war. Ja, alle sitzen vor fetten Tassen und gucken dasselbe. Aber da gibt es dann halt verschiedene Szenen, ja, die auch durchaus stattlich sein können und die Welt umspannen, die Menschen vereinen. Und da ist halt der Wassermann eigentlich der hier entsprechend für eine geistige Verbundenheit miteinander sorgt. Ja, also typisch sind dann halt all die Szenen, die es gibt, ja auch die Astrologenszene weltweit. Die haben natürlich auch alle irgendwie so ein gewisses ähnliches Denken, egal ob die jetzt hier in Deutschland sitzen oder in Amerika oder vielleicht in Peking oder wo auch immer oder in Australien. Das ist halt, was uns verbrüdert, verschwestert miteinander. Und das ist das Wassermann-Prinzip, ja. Und da sieht man natürlich, das ist das Kernprinzip jetzt der nächsten 20 Jahre in der Luftepoche. Wie schaffen wir es da sozusagen weltumspannend, uns da geistig entsprechend zu vernetzen und da auch dafür zu sorgen, dass wir da uns auf unsere Gemeinsamkeiten auch fokussieren können. Und Der das Wasser. ist gleichzeitig ja die Herausforderung beim Wassermann, weil der Wassermann ist ja einerseits gern auch ein Revoluzer. Auf der anderen Seite betont aber immer dann die übergeordneten Gemeinsamkeiten. Ja, und da diesen Spagat zu schaffen, also wie viel Revolution, wie viel Einzigartigkeit, wie viel möchte ich jetzt aus der Masse rausleuchten, aber auf der anderen Seite, wie viel trage ich auch dazu bei, dass die Welt im Großen und Ganzen ein Stück weit besser wird. Das ist halt so der Spagat des Wassermanns. Also das ist dann eigentlich wieder der Teamgedanke, wo man als Team was voranbringt, aber gelegentlich, jetzt Beispiel Fußball, eben auch mal aus dem Team hervortritt, um ein Tor zu schießen. Aber dann muss man sich auch wieder da hineinfügen, denn nur als Team kann das funktionieren.
Genau, das ist das Prinzip dahinter. Also es gibt ja in Österreich zwei Paradepolitiker, die sehr bekannt sind. Das eine ist der Bruno Kreisky, der in den 70er Jahren vor allem federführend war. Und andere ist der Jörg Haider. Ja. Aber die haben es halt beide irgendwie geschafft, zwischendurch dann doch wieder als Individuum rauszuleuchten. Auf der anderen Seite aber eigentlich eine ganze Philosophie oder eine ganze Szene. Also es ist ja nicht fast, es geht ja über das Team hinaus. Ja. Das waren ja schon richtige Volksbewegungen teilweise, die da um sich rumgebaut haben. Beide Wassermann. Die waren beide Wassermann, ja, eben auch beide auch noch erste Dekade. Ja. Also da sieht man dieses Prinzip, ja, also eigentlich durch das individuelle Vorbild zu zeigen, wie kann die Zukunft ausschauen, aber dann nicht allein als Freak da draußen zu stehen, sondern doch die Menschen mitzunehmen in diese bessere Zukunft. Das ist das Hauptthema von Wassermann und das ist, was halt die nächsten 20 Jahre auch der Fokus in der Luftepoche sein wird. Genau, und dabei können ihm wieder Vertreter diverser Sternzeichen helfen, die dann eben diese anderen wichtigen Bereiche im Blick behalten. Also ganz wichtig, Wassermann herausleuchten oder eben auch gerne mal ein Tor schießen, aber dann trotzdem sich wieder ins Team einfügen, auch das Team auch mitnehmen. Wassermänner sind ja auch oft gedanklich so weit vorne, dass sie die Geduld verlieren mit den Leuten, die nicht so schnell mitkommen. Das ist auch wichtig in der Kommunikation, ne? Dass man einfach schaut, dass man auch verstanden wird und dass man auch wirklich, dass die Ideen auch wirklich ankommen, weil nur dann können sie sich eben auch weiter verbreiten. Genau, also der jugendliche Wassermann, das ist der, der einfach das Gegenteil macht und des Gegenteils willen, der einfach nur originell sein will und der dann vielleicht auch sich die wildesten Klamotten und so anzieht und alles macht er halt anders wie der Rest. Ja, und der Kultivierte, der Entwickelte, der reife Wassermann ist der, der sieht, nee, es geht ja gar nicht darum, anders zu sein als der Rest, sondern es geht darum, für die Gesamtheit wichtige Veränderungen anzustoßen. Ja, und dann ist es der, der als erstes auch die Menschen mitnimmt. Das ist sehr schön. Ja, dann damit haben wir den Wassermann rund, wunderbar. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem ganz wichtigen Zeichen der Fische, was jetzt wiederum das Wasserelement dann abschließt und den ganzen Tierkreis abschließt und, glaube ich, auch einige sehr, sehr wichtige Aufgaben hat. Ja, genau. Also die Fische, wir hatten sie ja zwischendurch immer wieder mal angerissen. Das ist ja dann die Konsequenz aus dem Wassermann. Ja, also nachdem man sich mal im Wassermann losgelöst hat von den bisherigen Konventionen, geht es in den Fischen darum, so seine eigene Fantasiewelt, ich nenne es in den Seminaren immer auch die Anderswelt aufzubauen. Ja, also und die Fische sind die, die eigentlich so die Träume und Visionen in die Welt bringen. Ja, wir hatten es da vorher beim Steve Jobs, ja, der es Genau. dann schafft, eben aus diesem toten Stück Technologie dann halt doch irgendwie was zu machen, was die Menschen unbedingt haben möchten. Ja, was die als Erfüllung eines Traums dann auch sehen. Und die Fische sind die federführend, die Luftepoche dann auch mit den Träumen und Visionen, mit den Fantasiewelten auffüllen werden, die dafür sorgen werden, dass das für uns halt auch ein Stück weit was Magisches hat. Ja, die Schattenseite natürlich immer, die Fische sind ja auch die Realitätsflucht. Auch das Zeichen, das dann gern mal, keine Ahnung, mit Drogen, Alkohol oder anderen Süchten bis hin zur Computerspielsucht sich der Realität entzieht. Ja, das ist die Herausforderung. Also das heißt, die Luftepoche, die Technologien der Luftepoche nicht für die Realitätsflucht zu missbrauchen, sondern dazu beizutragen, dass wir alle gemeinsam eine positive Zukunftsvision da drin finden und da eben auch unsere emotionale Erfüllung in der Luftepoche dann finden. Ja, also das heißt, aus der Luftepoche mehr zu machen als die Summe ihrer Technologien und da, ja, man kann sagen, so das fantastische Element, das träumerische Element mit einzubringen. Ja, also wir sehen da auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Krebs, die wir davor hatten. Ja, wobei der Krebs ist halt mehr so das persönlich-emotionale, subjektive, ja, aber auch ein Wasserzeichen natürlich. Und die Fische, da geht es halt eigentlich so um das große All, das große Ganze, ja, die Verschmelzung von allem mit allem. Und natürlich auch ein Stück weit das soziale Prinzip dahinter. Ja, also Fische ist ja auch, denen geht es ja auch immer darum, dass im Grunde alle Menschen was auch davon haben. Ja, also alles, was jetzt eher so gemeinwohlorientierte
Weltanschauungen und Wirtschaftssysteme sind, da sind natürlich die Fische auch immer federführend. Ja. Also erstens, Fantasie nicht reinflüchten, sondern lieber selber kreieren. Genau. Das, also auf der Ebene, man denkbar ist ja zum Beispiel eben auch, dass wenn Fische, die digital arbeiten, da braucht man eben diese wunderschönen Bilder, damit das alles schön aussieht. Und das andere ist dann das Thema Gemeinwohl. Und dann finde ich auch noch wichtig, bei den Fischen ist das Thema Spiritualität. Das wird ja gewissermaßen, also natürlich ist das was, jedes Zeichen kann spirituell sein, bitte versteht mich nicht falsch, aber das verorten wir bei den Fischen, teilweise auch beim Schützen, die ja so für Weltanschauung und Religion und Spiritualität, aber jetzt besonders Fische, 12. Haus. Und da herrscht sicherlich auch ein großer Bedarf, dass wir, wenn wir ein bisschen in dieses etwas verkopfte Luftzeitalter gehen, dass wir weiterhin auch eine spirituelle Anbindung haben, aber wahrscheinlich auch vielleicht ganz neue Formen finden werden oder neue Wege, die wir da gehen werden. Gibt ja auch jetzt schon viele, es gibt ja so gemeinsame Meditationen, die dann online stattfinden und solche Dinge sind eben denkbar. Aber vielleicht auch ganz neue Dinge, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, als eben Steve Jobs wieder ein gutes Beispiel, der es geschafft hat, eben aus einem Stück Technologie einen Traum zu machen, den man sich erfüllen will. Also da sind für die Fische, glaube ich, wirklich auch schöne Aufgaben dabei. Also richtig tolle Möglichkeiten, die sich da jetzt auftun. Sie müssen es aber eben machen. Genau, ja. Also die Fische, das ist halt, da geht es auch um Medien im doppelten Sinne. Ja, nicht nur die Medien, die da irgendwelche Geister channeln, sondern auch wirklich die Medien, also die Film, Fernseh, Fotografie, das sind ja klassische Medien, alles was auf Basis von chemischen Prozessen, was die Wirklichkeit verwandelt, in ihre Bausteine auflöst und dann was Neues, eine neue Welt raus erschafft, das ist die große Stärke der Fische. Ja, also ich würde sagen, in 20 Jahren Paradetipp des Astrologen für jemanden mit vielen Fischen ist virtuelle Weltendesigner zum Beispiel. Da sieht man halt, in welche Richtung das dann gehen wird, ja. Also da geht es darum, diese Technologien zu nehmen, um da wirklich virtuelle Welten, Parallelwelten, Fantasiewelten aufzubauen, um dadurch den Geist ja erst so richtig zu entfesseln. Ja. Und der ist halt erst dann entfesselt, wenn er nicht am technischen stecken bleibt, sondern darüber hinausgeht. Und dann gibt es ja noch den Bereich, der eben auch beschrieben wird von Neptun, der die Fische beherrscht. Das ist der Bereich des Mitgefühls und der Anteilnahme und der Empathie und auch des Selbstlosen, also dieses, dass man eben anderen auch helfen möchte. Also da ist auch, das ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich in dem neuen Zeitalter, dass wir eben nicht vergessen darüber, dass vielleicht viele Menschen dann auch mehr für sich sind oder vielleicht nur noch online am Geschehen teilnehmen. Die brauchen ja doch auch Hilfe und Zuspruch. Also im Bereich Medizin und Heilung, Therapie sind Fische ja auch sehr, sehr stark vertreten. Ja, und eben, dass da eben in der Digitalisierung nicht nur wenige Einzelne davon profitieren, sondern doch halt, dass halt ein Stück weit alle mitgenommen werden. Ja. Also ich habe immer im Wirtschaftsastrologie-Seminar als Beispiel für eine Fischedominanz das Kommunistische Manifest. Das wurde eben veröffentlicht mit, ich glaube, 5 Planeten in den Fischen. Da sieht man halt, in welche Richtung das geht. Ja. Also das heißt auch, eine digitale Luftepoche, nicht nur zum Wohl von wenigen, die sich da perfekt drin auskennen, sondern dass halt ein Stück weit halt doch alle mitgenommen werden. Das bringt mich drauf, du hast doch da so einen neuen Begriff geprägt, der im weitesten Sinne auch was mit Kommunismus zu tun hat für die neuen. Ja, der technoide Neokommunismus, das ist, habe ich halt vor 5 Jahren so benannt, wo ich gesehen habe, welche Konstellation da 2025 auf uns zukommt. Und jetzt sehen wir eh schon langsam, in welche Richtung das geht. Ja, das ist von Share Economy über all diese Plattformen wie Patreon, wo man macht irgendwas und findet weltweit irgendwelche, die das gut finden und die einen dann eben hier ein Stück weit mit subventionieren können, bis hin zu Liquid Democracy, also Abstimmung, wo man in kürzester Zeit demokratische Abstimmungsprozesse damit steuern kann und so weiter. Ja, also das sind natürlich alles so Bereiche, wo man sehen, das, was vielleicht mit Marx 1.0 nicht funktioniert hat, weil es halt in einem materialistischen Zeitalter immer dann auf Eigennutz rausläuft, dass das möglicherweise jetzt Marx 2.0, nenne ich es auch gern provokativ, weil es natürlich auch für viele ein Feindbild ist, also wo jetzt dieser Gemeinwohlgrundgedanke mit den neuen technologischen Möglichkeiten, zentral eben die Blockchain-Technologie, doch ein Stück weit besser
in unser Wirtschaftssystem integriert werden können künftig. Ja, da könnte ich auch Aufgaben für die Fische sehen, die nämlich oft ein sehr gutes Händchen für Geldströme haben. Und Charity ist ja auch ein typischer Neptun- oder Fischebereich. Und genau. Da tun sich auch einige Möglichkeiten auf. Crowdfunding wäre auch so ein Stichwort, wo auch die Energie der Fische sich, glaube ich, ganz gut ausleben könnte. Und es wäre trotzdem auch digital und technologisch und hätte dennoch eben auch was mit Miteinander, mit Hilfe und Zuwendung zu tun. Ja, also ich meine, unser Wirtschaftssystem, da waren ja die Fische immer schon stark, weil die es schaffen, die Materie in abstrakte Fantasien aufzulösen. Aber unser Geldsystem ist ja im Grunde nichts anderes als eine Fantasie, ein Glaubenssystem. Mhm. Ja, weil es wahrscheinlich in 5000 Jahren werden die Menschen sagen, okay, damals, das war ja ein Kult irgendwie, die haben da so ein Ding angebetet, so ein Geld angebetet. So wie wir halt heute, wenn wir nicht verstehen, was jetzt irgendwelche alten Kulturen gemacht haben, auch sagen, das diente wahrscheinlich kultischen Zwecken, obwohl das aus damaliger Sicht wahrscheinlich alles sehr profan war. Ja, also da sind die Fische ja sonst im großen Finanzsystem, waren die ja immer schon federführend. Ja, also viele von diesen, ob das jetzt Leiter von Zentralbanken waren oder Legenden im Bereich Investment, da sind sehr, sehr viele Fische dabei, weil das ein Stück weit auch eine Traum- und Fantasiewelt ist. Wir denken die wenigsten, ja. Die meisten glauben, da gibt es da die Spiritualität der Fische und dann gibt es da irgendwie Finanz und Kapital und so weiter. Aber das ist durchaus ein Stück weit dasselbe. Wahnsinn, das war jetzt nochmal ein unfassbar spannender Ausflug. Und damit haben wir eigentlich den Tierkreis jetzt rund. Wir haben uns alle Zeichen einmal angeschaut, sind jetzt bei den Fischen angekommen und ich denke, ich darf dich dann jetzt auch langsam mal in die Weihnachtsferien entlassen. Möchtest du denn gerne zum Schluss noch einen Hinweis loswerden oder eine Idee oder irgendetwas, was dir jetzt an dieser Stelle noch wichtig erscheint in diesem Zusammenhang mit unserem Start in die Luftepoche? Ja, Antonia, danke dir ganz herzlich. Das war wieder irrsinnig ergiebig. Wir hatten ja viel kürzer geplant, aber ist doch immer so spannend, dass es dann wieder länger wird. Ja, ich denke, dass wir heute nochmal eine gute Orientierung geben konnten, also wo die Rolle jedes Einzelnen ist. Ich hatte ja 2017 auf meiner ersten Österreich-Tournee hatte ich auch einen Blog dabei, wie die 12 Tierkreiszeichen in der Luftepoche bis 2030, was für Herausforderungen da kommen. Da wird es die nächsten Wochen auch ein Video geben dazu, wo das dann nochmal konkret auch zeitlich terminiert ist und wo ich dann auch mit den einzelnen Geburtstagsgruppen arbeite, das heißt mit den feineren Segmenten nochmal als die Tierkreiszeichen. Das wird dann auch, denke ich mal, eine gute Ergänzung sein zu dem, wie wir es jetzt hier gemeinsam aufbereitet haben. Ach toll, ja, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ich werde natürlich deinen YouTube-Kanal auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Deswegen auch nochmal jetzt hier an meine Community. Ne? Schaut euch da unbedingt auch die Videos von Christoph an, egal welches. Die sind alle super und total spannend. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal super spannend, denn Geburtstagsgruppen heißt ja, du hast Forschung betrieben zu einzelnen Geburtstagen und bist da auf total erstaunliche Dinge gekommen, richtig? Genau, es ist halt dann so eine Näherung so zwischen dem individuellen Horoskop und dem 12-Sternzeichen. Und insofern denke ich, dass es nochmal eine sehr gute Ergänzung sein wird zu dem, wie wir es jetzt hier gemeinsam ausgearbeitet Toll. Haben. Und wann soll das ungefähr online gehen? Ja, ich hoffe, dass es in den Weihnachtstagen auf alle Fälle dann irgendwann online sein wird. Ja, toll. Ja, Christoph, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es auch wieder mal unfassbar spannend und freue mich ja immer, wenn wir miteinander plaudern und hoffe, dass wir auch im neuen Jahr noch schöne Interviews führen werden. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz schöne Weihnachtszeit. Erholsam und so froh wie möglich, sage ich im Moment immer. Hab ein so froh wie mögliches Weihnachten, so wie es eben jetzt gerade geht. Komm gut ins neue Jahr. Bleib uns erhalten mit deinen tollen Erkenntnissen und deiner unglaublich inspirierten Astrologie. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Und sage dann. Danke dir. Das möchte ich dir auch ganz herzlich wünschen und auch allen Zusehern, Zuseherinnen. Was wir heute gegeben haben, das war einfach ein Ausblick, wie die Luftepoche die nächsten Jahre, Jahrzehnte uns prägen wird. Und das ist immer ganz wichtig für uns alle auch im Kopf zu behalten, gerade bei den kommenden 2, 3 Jahren, die halt echt schwierig werden.
ist es einfach wichtig, auch diese langfristige Perspektive im Kopf zu behalten, um da auch besser durchzufinden, den Weg zu erkennen und auch für jeden von uns persönlich da auch dann durch diese schwere Zeit schon mal vorausschauend den eigenen Weg zu finden. Genau, und dabei haben eben auch die Sternzeichen richtig tolle Aufgaben. Und ich finde es eben immer ganz wichtig, dass man sich auf seine Aufgabe konzentriert. Das hilft einem auch durch schwere Zeiten durch, denn dann hat man eine Idee, was man beisteuern kann. Und das ist halt auch das, was ich an den Menschen so liebe. Die Menschen wollen eigentlich gebraucht werden. Die sind eigentlich dann glücklich, wenn sie eine Aufgabe haben. Und wenn sie zu der finden, dann finden sie auch durch die Krise durch. Das war ein schönes Schlusswort. Genau. Also in diesem Sinne, liebe Community, auch nochmal an euch. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Und Christoph und ich werden sicherlich auch im neuen Jahr noch einige Erkenntnisse für euch bereit haben. Also damit dann tschüss und alles, alles Gute. Und alles Gute mit den Sternen.